Ja, einen wunderschönen Sonntagabend zusammen. Ja, wie gestern versprochen, gestern zum Abend. Heute kommt eine Runde SSO nochmal. Wir haben noch ein paar Spinnen offen. Und ich will mein Pferd heute noch auf Level 15 bekommen. Also zwei Sachen, was ich heute noch schaffen will. Deswegen mache ich auch, glaube ich, gleich erstmal die Morland drin. Und dann bin ich auch, glaube ich, schon fast Level 15. Mal gucken. Ich weiß es gar nicht. Also ich glaube, da fehlt tatsächlich noch ein bisschen was. Aber das finden wir dann gleich raus. So, ich muss jetzt mal ganz kurz hier noch... Ja, das passt. So. Weil ich brauche natürlich noch die ganzen Chatfensterchen. So. Perfekt. Clipmelie, hey Lina ist auch am Start. Hi Lina! Ja, nicht nur du bist am Start, sondern... Hat er gerade jemand irgendwo abgebissen? Nein. Das klang so. Nein. Ja, dann mal gucken, wa? Also ich... Also ein Ziel ist heute, dass ich auf jeden Fall Level 15 werde. Und zusätzlich kommen dann noch die ganzen... Spinnen, ne, die wir noch brauchen. Ach, die Hälfte haben wir ja nicht. Ja, noch nicht mal annähernd, genau. Genau. Ach, Udi macht schon die Rennen, so wie es aussieht. Du die Hälfte. Ach so. Ja, ich geh mal Sutan, wa? Wo bist du, Tanja? Ich stehe noch bei Elsa, ich komme direkt nach. Ach so. Ja, dann machen wir erstmal die Morland drin, würde ich sagen. Dann Fort Pinter und dann haben wir schon mal die Gegend erledigt, wo wir eh schon auch die Spinnen haben. Und dann können wir die Spinnen weitermachen. Hä? Oder so. Wieso wird das jetzt hier bei mir nicht, warum kann ich keine Rennen machen? Ich war heute noch nicht online. WTF? Vielleicht denkst du, dass du noch nicht online warst, aber du warst schon online. Was ist eigentlich heute los? Wir haben 17.21 Uhr und wir haben nur Lina am Start. Ich mach mal gerade einen Vlog. Mach mal. Wird die nicht richtig angezeigt werden? Ich habe keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, woran es liegt. Drücke den Button, wenn du fertig bist, um das Rennen zu starten. Lalalala. Jo. Ja. Na, wo bleibst du denn? Da bin ich bald, Theo, hast du deinen Pony schon gesattelt? Nee. Jessica 2004 und André 1976. Moin, moin. Was ist denn los? Warum trauriger Smiley? Aua. Moinsen, ja. Ach, wie geitert. Tanja, du musst ja auch noch die Rennen machen, ne? Ey, fertig ist das, hä? Okay, gut. Verstehst du? Ja, ich verstehe vollkommen. Das finde ich in Ordnung. Ah, ja. Blöffen im Stream kommt bestimmt gut, oder? Hä? Kommt richtig klasse. Ja. So, die Tanja ist wieder da. Ja, ich geb mir Mühe. Oh, wie sitze ich heute? Ein bisschen komisch, oder? Ich würde das ganz täuschen. Mir wurde gesagt, dass ich fett aussehe, wenn ich jetzt so sitze, wie ich jetzt sitze. Oha. Jetzt werden mir die Rennen angezogen. Nee, doch nicht. Immer noch nicht. Nee, ja, das, macht das ihr mal. Das bestimmt sehr verletzt, ne? Oder sehr verletzend für dich. Geht's bei dir nicht, Tanja? Nein. Dann hast du heute schon mal die Rennen gemacht. Ich drück mal auf Start. Ich vermute mal eher das Licht an der Nacht- und Nebel-Aktion. Warst du in der Nacht noch online? Ja, ja. Nach 3 Uhr? Nein, vor 3. Okay. Definitiv. Ich war um 3 schon im Reich der Träume und so. Mann, ich bin eine alte Frau, ich kann das nicht mehr ab so lang. Ja, also du müsstest ja theoretisch gemerkt haben, dass du gestern dann zweimal die Rennen machen konntest. Nein, habe ich nicht gemerkt. Seltsam.
Manchmal ist es seltsam. Ja. Aber wenn, dann habe ich sowieso nur Moorland gemacht. Von daher ist das alles Banane. So, ja gut, dann ziehe ich kurz Moorland durch. Die Uli glaube ich auch. Ja, obwohl die Uli steht hier noch, ne? So, heute leider wieder verloren. Unser 12. Spieltag um 10 Uhr war ja Anruf. Mein Team 6:36. Aha, noch zwei da Spiele. Da ging es doch irgendwie um Handball, ne? Richtig, genau. Ja. Ja, okay, dann sind es ja noch zwei Spiele. Olli, soll ich mir noch ein zweites Pony kaufen? Weiß ich nicht, das ist ja deine Entscheidung. Wie viele Starcoins hast du denn? Ich weiß gar nicht, ob ich mein Pferd heute auf Level 15 bekomme. Also normalerweise müsste es funktionieren. Ich glaube an dich. Aber dafür müsste ich auch sämtliche Rennen machen heute. Also dein Stream glaubt auch an dich. Das steht ja in deinem Titel. Was steht da? Dein Stream glaubt an dich, dass du das heute schaffst. Ach so. Genau, dein Stream glaubt das. Oder ein Anfangswert im alten Modell. Ja. Pony oder Anfangswert? Na, ich weiß ja nicht, ob du auch irgendwann mal in die Richtung gehen möchtest, dass du alle Pferde hast. Weil es gibt ja ein paar Pferde. Habt ihr eigentlich vor, irgendwann mal alle Pferde zu besitzen, die es in SSO gibt? Also ich habe jetzt schon Probleme, dass ich die auseinanderhalten könnte. Das, kann man welche doppelt kaufen? Geht das? Meines Erachtens ja. Das wäre ja doof irgendwie, oder? Mhm. Ich bin jetzt am überlegen, ob ich mir jetzt tatsächlich noch Spirit zulege. Braucht zwar kein Mensch, habe ich gehört. Aber dann kommt nicht mehr die komische Anfrage hier, dass irgendein Pferd in der Nähe ist. Das stimmt. Warum steht Uli eigentlich da rum? Weil es kann. Wollte ich gerade sagen, weil es kann. Willst du gar keine Rennen machen? Doch, doch. So. Welchen seid ihr? Naja, Tanja macht ja nicht. Ich mache jetzt gerade zu vier. Ja, warte, warte, da, die habe ich noch nicht. Warte, warte, warte. Ja, los, komm. 3, 2, 1. Komm. Moment, Moment. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Los, los. Achso, ich bin schon unterwegs. Ja, ich hatte schon, da wurde gesagt, das wartet, das habe ich noch nicht, da habe ich schon auf OK gedrückt, deswegen danke ich, ja, mach hin, mach hin, mach hin. Lol. Ja. Fang nochmal von vorne an. Ich kann nicht springen. Also auf jeden Fall muss ich die nächsten Tage mal shoppen gehen, weil ich brauche eindeutig noch neue Kleidung für mein Pferd. Muss ich mal gucken. So. Und da ist die Seal gerade. Fiona, hi. Schön, dass du reinschaust. So, dann habe ich das jetzt auch fertig. Man kann mehrere Pferde von derselben Rasse und Farbe kaufen. Hab auch mir dreimal dasselbe gekauft. Das war ein Fehler. Ja. Kann ich verstehen. So, dann mache ich jetzt hier noch das komische Zickzack-Rennen. Ja. So, genau. Und. Oder würde ich sagen, Fort Pizza, wa? Mhm. Silverglade und so weiter. Also, das ist zumindest die Standard drin, die wir sonst immer machen. Und parallel können wir dann nochmal gucken, wo wir Spinnen finden. Ja, ich guck gleich mal auf meinen schlauen Zettel. Aber schon lustig, ne? Das mit den Spinnen machen wir sofort alles so auf Anhieb, ne? Und wenn man jetzt so überlegt, hier, die Sterne habe ich bis jetzt noch nicht alles zusammen. Ja. Hab zwei davon wieder verkauft. Ja, aber wenn du verkaufst, bekommst du, glaube ich. Bekommt man, wenn man ein Pferd verkauft, bekommt man auch Starcoins wieder? Nein. Also nur Schillinge. Nur Jorvik-Schillinge, ja. Das ist doch doof. Ja. Bekommt man da zumindest dann gleich 10.000 oder so? Mhm.
Noch Dovala, Dovara. 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 Ja, Fortfinder würde ich sagen, genau. Dann können wir das Championat nachher noch mitnehmen in einer halben Stunde. Entweder Fort Pinter oder Morland. Mit einem unaustrainierten Pferd. Championat. Was soll ich denn sagen? Tanja überholt mich, obwohl mein Pferd Level 14 ist. Ja, ich bin Level 8. Überholt mich trotzdem. Ich hab Level 10. Ich glaube, dass ich wirklich Rüstungsteile drauf habe, die einfach mal gleich 0 Stits haben. Kommt das nicht auch aufs Pferd drauf an? Aufs Pferd selber nicht, nur auf die Ausrüstung. Wobei ich mal gehört habe, dass der Araber irgendwie ein Tucken schneller sein soll, ist mir jetzt so noch nicht aufgefallen, weiß ich nicht. Ich hab da aber auch mal was gesehen, dass je nach Rasse da Unterschiede herrschen. Am Anfang auch. Okay. Muss mal gucken, wenn du kaufen willst. Lina schreibt gerade, war ja nur ein Pferd für 300 Starcoins. Ja, aber 300 Starcoins sind ja auch schon theoretisch umgerechnet, ja, sind das ja wieder 3 Wochen Sparen drauf, ne? Richtig. So, jetzt kann die Tanja auch wieder mitmachen. Und Anni, hi, einen wunderschönen guten Morgen. So, 3, 2, 1, meins. Nein, meins. Warum steht ihr denn da noch? Okay. Leute, ich verziehe mich für heute. Okay. Auf rein, ne? Okay. Alles klar, Theo, bis dann. User disconnected from your channel. Tanja drängelt sich schon wieder vor. Ja, bei mir auch jetzt. Oh, jetzt würde ich gerne eine Banane hinten abwerfen. Oder Panzer, ne? Ja, richtig. Das würde ich lustig finden. Wahrscheinlich auch noch den roten Panzer, ja? Ja, klar. Ich finde, wir müssten wirklich mal Mario Kart spielen irgendwie. Das soll ja bald für PC kommen. Ich hab's auf dem Super Nintendo. Super Nintendo? Ja. Ist das nicht das ganz alte? Ja, das allererste. Ich glaube, wir müssen uns theoretisch an den Switch holen. Jan, falls du da bist und zuschaust, wir bräuchten dann, warte mal, 300, 600, 900. Nein, war ein Scherz. Bloß nicht. Aber wir bräuchten ja erstmal alle eine Switch, ne? Da geht's ja schon los. Ach, ich hab schon mal nachgeguckt, ne? Die sind jetzt nicht gerade günstig, ne? Also, die kosten tatsächlich noch über. Guck mal, ich lass euch vorbei. Du lässt uns nicht mit Absicht vorbei. Du lässt uns doch, vorbei. Weil ich ein überaus netter Mensch. Nee, weil du irgendwo gegengerannt bist, sei doch ehrlich. Nein, ich wollte euch auch mal das Vergnügen gönnen. Ah, sag ich doch. Spirit ist in der Nähe. Hier haben wir es doch schon. Das ist das, was ich meine. Ich glaube, ich kaufe mir Spirit. Was kostet denn Spirit eigentlich? Beziehungsweise, das ist ja so ein Apfel, was man da braucht, ne? Ich muss zugeben, das habe ich vergessen. Alter, ist aber für 700 oder 800? Ja, glaube ich auch. Kann sein. Und das ist so ein Apfel, den man kaufen muss. Nicht das Pferd, sondern den Apfel, um Spirit zu bekommen. So, erste. So, Finn, einen wundervollen zusammen. Einen wundervollen zusammen, ja, wundervoll zurück. Wundervoll zurück, genau. Wundervoll alleine zurück, ja. So. Olli, habt ihr die Spinne in der Kanone in Fort Pinter schon? Ja. Also, Fort Pinter haben wir alle. Und die am Strand im Sprungturm? Ja. Haben wir auch schon. Also wir haben eigentlich alles, was Morland und Fort Pinter ist, in Silverglitchfelder. Ja. Da haben wir alle. Ja, genau. Ich würde mal sagen, da ich noch einige Anhaltspunkte aus Feargrove habe, würde ich sagen, gehen wir die als erstes ab, oder? Da können wir jetzt nach Feargrove und können da auch den rechten Rennen mitmachen. Ja. Bis Feargrove war es okay mit drin. Okay. Tanja, du brauchst die noch. Du musst sicherlich auch deinen Ruf noch hoch da bekommen, oder? Naja. Nee, Ruf nicht, aber Erfolge. Ja, ich brauche meinen Ruf dann noch. Steht da irgendwie, was man für, wie man die Erfolge bekommt? Warte. Jetzt schmeiß ich was durcheinander. Nicht für Puff. Hollywood, wo Tanja noch braucht. Aber wir wollen jetzt nach Fürkwurf, ne? Ja. Hab schon 21 Spinnen. Ja, wir haben 20. Also einmal 10 und 2x5.
Olli, bist du dabei oder hast du uns aus den Augen verloren? Ich bin jetzt ein Völkwurf von dir. Oh, okay. Fiona, seid ihr jetzt geritten? Ja, ja, wir reiten. Ups, das wusste ich jetzt nicht. Nein, wir reiten grundsätzlich, weil ich mir mein Geld zusammensparen muss. Ja, ich habe 10.000 Schillinge, soll ich was abgeben? Ja, gib her. Oder hol mir einmal die Hufeisen. Siehst du, ich könnte in der Zeit, wo ihr noch herreitet, könnte ich mein Pferd ein bisschen modernisieren. Nein. Ja doch, in Fear Grove kriegst du doch die Hufeisen. Ja. Stimmt. Wo denn da? Haus Elisabeth, dahinter steht ein Händler. Da guck ich doch gleich mal. Genau, dann kannst du deinem Pony direkt schon mal schnelle Pushen geben. Dann bist du zwar direkt wieder pleite, aber dann kannst du sammeln. Ja, dann schmeißt du nicht umsonst Geld die ganze Zeit raus, wie jetzt, wo immer die Nachricht kommt. Ja, du hast schon genug. Ich muss jetzt aber erstmal Elisabeth finden. Hallo Fiona, weißt du, wo Elisabeth ist? ETS 2, Let's Play, hi, wie geht's dir? Langsam, Elisabeth ist in Valledalle, nicht in Fear Grove, Schnucki. Hä? Oh, ist die Omi so? Wir reiten doch nach Fear Grove. Schmeiß ich jetzt die Ortschaften durcheinander? Ja, ich schmeiß die Ortschaften durcheinander. Entschuldigung. Also muss ich nach Valledalle. Ja. Schaffe ich noch. Ja, ja. Ihr seid ja noch auf dem Weg, ne? Wir sind noch im Moorland, ja. Wenn du jetzt mit dem Hänger fährst, hast du aber keine 10.000 mehr zusammen. Lol. Ja. Brauche ich da das 10.000? Ja. 9.900. Ja, dann mache ich nachher die Fürkwurfrennen, dann habe ich ja die 10.000. Okay. So, wo nee, ist er darf den Hänger trotzdem nicht benutzen. Warum? Ja? Probier's. Wir treffen uns doch jetzt in Fear Grove. Tanja, warte doch auf mich, Mensch. Rennen wir doch nicht. Ach, dann können wir danach auch nach Wälde. Da gibt's sicherlich auch noch Spinnen. Dann lasse ich das jetzt noch. Ich warte auf euch. Ich glaube... Ich glaube, Fiona ist gerade schon, hat gerade den Transporter schon genommen. Ja, sie kommt gerade zurück. Oder? Oder täuscht das? Nee, das ist. Ja, wo bist du? Achso, runter zum Rennen, ne? Ja. Ach, geht ihr gleich zum Rennen, ja? Ja, natürlich. Ja. Ich erst? Ich würde sagen, machen wir die Rennen und dann gucken wir wegen den Spinnen, oder? Ja. Ja, dann komme ich kurz zu dem Rennen runter. Ich nehme gerade den langen Weg. So. Ich bin da, wo seid ihr? Ach, da steht er schon. Hallo. Servus. Ich habe ganz alleine das Rennen gefunden. Machen wir gleich das erste, wa? Ja. Olli stinkt, hi, wie geht's dir? Alles gut, Marlene? Und ich weiß, dass du das bist, ja? Da? Ja, 3, 2, 1. Ohne uns? Ja, Olli war schon da. Das ist immer so ein Reflex. Aber ihr holt mich ja eh ein, weil ihr besser seid. Du hast verloren. Marlene, wieso benennst du dich eigentlich nicht wieder um? Das heißt, in jedem YouTube-Video, wo du reingehst, in jedem Streamer, was ich was, heißt du jetzt Olli stinkt oder wie? Weil ich glaube, man kann sich auch nur alle 30 Tage umbenennen. Das ist wahrscheinlich das Problem, was du jetzt hast. Alle 90. Oder? Alle 90 Tage. Das heißt, deswegen musst du jetzt leider 90 Tage lang Olli stinkt heißen. Mein Beileid. So würde ich nicht heißen wollen. Ja, ganz gut. Und dir hier auch. Danke der Nachbarn. Ja, ich wusste es, Tanja überholt mich schon. Der ärgert sich jetzt bestimmt, dass du 3 Monate mit dem Namen Olli stinkt rumrennt. Da wollte sie mich wahrscheinlich mobben, weißt du, mit Olli stinkt und so weiter. Und hat danach festgestellt, ich kann mich nicht mehr umbenennen. Klarer Fall von Selbstmobbing. Oh Mann, oh Mann. Das erste Rennen ist ja immer noch ganz nett, aber danach... Ja, das hier finde ich auch noch ganz okay, ne? Ich finde nur in Fear Grove Rennen, die dauern einfach zu lang, bis man die alle durch hat.
So im Verhältnis zu den anderen. Das stimmt auch wieder, ja. Ja, man ist ja schon gute 2 Minuten da unterwegs, ne? Ja. Weißt du, in Fear Grove, in Moorland hast du 4 Rennen. Bist aber ruckzuck durch. Na, guck mal, das erste Rennen haben wir in 1:50. Du wahrscheinlich in 1:40. Weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht geguckt. So, gleich das weitere Rennen. Wir wollen hier so schnell. Moment. Ja, ich warte jetzt auch, bevor ich jetzt hier drauf drücke, ne? In der Zeit kann Marlene schreiben, wie es so ist, den Namen behalten zu müssen. Oh, Odi macht auch gleich einen Stream. Der Stream heißt, wir sind keine Bots. Habe ich jetzt gerade auf dem Handy gesehen. So, bin da. 3, 2, wo ist Tanja? Klick. Tanja ist auch da. Achso, ja gut, habe ich nicht gesehen. Jetzt bin ich der als letzter startet. Also kann ich sehen, welche Fehler ihr macht. Das ist eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Tanja, machen wir Fehler? Noch kann er sie, wenn überhaupt, sehen. Ja, noch. Weil ihr so schnell weg seid. Ja, oder weil wir Staub aufwirbeln. Genau hier. Und wieder Hackengold. Eigentlich müsste man ja sagen, Hufgold. Genau, Hufgold. Ja. Hallo, Olli. Hallo. Hallo, Olli. Ich spring über das Hindernis drüber und der Bildschirm wird rot. Hufeisen küsst Hindernis und so. Das passiert mir hier jedes Mal. Ich hasse es. Ah, ich habe ihn wieder abgehangen. Glaube ich. Weiß ich nicht. Ja, hast du. Ja, hast du. Ja, ich hab's doch geschafft. Ich hab's doch geschafft. Ich bin so gut. Ich bin der beste SSO-Spieler überhaupt. Besonders das kann ja gar nicht sein. Das bin ja ich schon. Deswegen habe ich dich innerhalb von 3 Monaten überholt. Ja, ich will euch auch mal gewinnen lassen. Echt mal. Deswegen habe ich Olli auch so schnell überholt, ne? Vom Leveln her. Tanja ist bestimmt schon da. Ja, du hast ja meine anderen 3 Accounts, die ich auf Level 21 habe, die hast du ja noch nicht gesehen. Ja. Also Eigenlob stinkt und da Anna ja Olli stinkt heißt. Das ist nicht Anna. Ach so, ich dachte Anna. Nein. Das habt ihr schon mal gedacht, bloß weil Anna mich mal so nennt, heißt es. Ah, okay. Frischhaltefolie. Was? Schicken? Schicken, genau. Oh, schon wieder hier. Ich hasse diese Rennen. Den Chat lese ich übrigens gleich, ja, also. Habe ich doch schon mal gesagt, dass ich dieses Rennen hasse. Aber ich bin im Ziel. So, hi Mila, Melanie. Juhu, hab mir ein zweites kleines, dickes Pony gekauft. Nenn es Olli, wenn's geht. Dann sind wir schon dabei. So. Ich hab noch. Ich steh schon hier. Ich auch. 3, 2, 1. 1. Ich reite es einfach ganz langsam, da dürfte ja nichts passieren. Meinst du? Also zumindest bin ich jetzt über die Dinger hier rübergekommen. Wo laufe ich denn hin? Beobachte euch mal ein bisschen, okay? So, jetzt bin ich hier wieder voll drauf und also so. Ich bin da fehlerfrei drüber gekommen. Ich nicht, weil ich, ne? Und so. Warum stehst du da? Hast du eingepackt? Ja. Okay. So wie ich eben. Lieber es in Zeitlupe reiten, als sich irgendwo verbacken, ne? Ja. Und so. Guck mal, ich lass dich vor, Olli. Ah, komm, wir parken beide hier. Ja. Wo reitest du denn lang? Ich weiß auch nicht, mein Pferd macht schon wieder Sachen. Das glaubst du gar nicht. Oha. So. Mein Pferd wartet wieder auf dich, siehst du. Das ist anständig, ja.
Mann, Fury, nun mach mal. Fury? Ja, ja. Das hört sich an wie eine Kaffeetafel. Kaffee, jetzt möchte ich einen Kaffee. Ach scheiße, ich hab meinen Wasserkocher vergessen. Wie sieht dein Wasserkocher? Weil ich mir eine Kanne Tee machen wollte. Schaltet der sich denn automatisch ab? Ja, ja. So, ich bin jetzt auf der Löcherbrücke. Da bin ich schon weg. Ich weiß, ich sehe dich. Oh. Ich jetzt auch. Ich reite jetzt erst durchs Ziel. Ah, 1,58 irgendwas gedöns. Ich bin jetzt schon bei 2,7. Nur so zur Info. White Dragon's Legacy. So, nein, das kleine etwas heißt Autumn Boy Aster. Wie nennt man das? Arte? Ich kann das Wort nicht aussprechen. Aber ich weiß, was du meinst. Aber wenn du willst, kann es mit Spitznamen Olli heißen. Autumn Boy. Ein dickes Pony, was Olli heißt. Passt doch ganz gut, oder? Na, waren deine Freunde von gestern schon wieder da, Olli? Nein. Tanja, hab grad einen Kaffee neben mir. Kann ihn dir gerne geben. Ja, bitte. Schreibt Rossi. Jo. Ich nehm gerne eine Kanne. So. Ups. Dann müssen wir mal gucken, wo wir hier die Spinnen haben, wa? Ja, ich hab jetzt gerade meinen. Moment. So. Brücke Bootshaus habe ich hier stehen. Da hört schon wieder auf. Wo ist das überhaupt? Was? Ein Geburtshaus? Bootshaus. Ach, Boots. Kann ja eigentlich unten am Wasser sein. Wo hat man sonst ein Boot? Ich sehe dich doch nicht mal, Uli. Oder lass uns erstmal hoch ins Dorf, würde ich sagen. Wir können sie erstmal ganz fein. Ich gehe mal kurz einmal kurz auf den Punkt. Sterne. Also Dings. So, Firkwurf. 10 Stück brauchen wir, okay. Ja, 8. Oder 8 Hinweise haben wir. Olli, in wessen Gruppe bist du eigentlich? Also bei mir ist. Leonie Pinement. Ach nee, das bin ich. Ach nee. Fiona Space Shuttle? Nee. Wie viel Plätze sind bei euch drüben? Ich bin mit Uli alleine und wollte dir und Fiona dann eine schicken. Dann gehen wir raus und dann könnt ihr uns eine schicken. Dann kommen wir zu euch rüber. Fiona, bitte auch mal die Gruppe verlassen. Sie ist ja jetzt leer bei dir. So, am Restaurant im Blumentopf. Wo ist denn hier ein Restaurant? Ja. Riss. Frage ich mich auch noch. Also hier ist kein Riss. Ach, Fiona. Warte. Ossi schreibt, kommt Dienstag per Post. Der Kaffee. Der Fenster ausreicht. Nein, Fiona ist immer noch im Club. Gruppe. Ich habe eine Spinne gefunden, glaube ich. AGW, jetzt kann ich sie einladen. Nee, doch nicht. Sah bloß so aus. Suche ich das Olli-Li? Ich bin bei Professor Jura. Ich weiß. Studierst du jetzt? So, zu einer Gruppe einladen. So, eingeladen. Wartet mal, hier ist ein Restaurant. Wo ist hier? Nebenan? Wenn du der Richtung der Pfannkuchentante da reitest. Pfannkuchentante, ist die nicht hier oben? Dorf links. Ja, wir sind Dorf rechts. Lol. Okay, dann komme ich mal zurück. Gerittet. La 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 la. Ich bin jetzt hier bei den ganzen Pferden. Ja. Reit hinter mir her. Wo bist du denn? Richtung Stall. Du musst links. Jetzt musst du rechts. Also links. Was jetzt? Links, rechts, links. Siehst du mich denn nicht? Nein. Du bist aber jetzt richtig. Jetzt bin ich vor dir. Ich sehe dich nicht. Doch. Bist du hinter mir? Das ist Fiona. Ach Mann, nein, das war Fiona. Jetzt da. Ja, genau. Ihr habt das gleiche Pferd, das hat mich jetzt verwirrt. Ach ja, jetzt wo du es sagst. Ah, jetzt hänge ich im Zaun. Hallo.
Hier, hier, Tanja, du bist dran vorbei. Du hast gesagt, ich soll zu der Pfannkuchenfrau kommen. Nein, in der Richtung, wo die Pfannkuchentante ist. Hier ist ein Restaurant. Okay. Oh, hier ist ein Restaurant. Und hier ist eine Spinne. Ich will das Vieh auch, aber... Wo ist das? Ja, und Olli hat sie gefunden. Echt, wo? Im Blumentopf. Ja, ja, im Blumentopf. Welcher? Okay, er hat sie nicht gefunden. Und wenn doch? Ich weiß es noch nicht. Moment. Ich hör's miauen. Das ist sowieso so witzig, ey. Man hört es miauen. Warum muss man hier im Garten einen Stein liegen haben? Ich sehe euch gerade gar nicht, ne? Ja, du bist aber bei uns. Ich sehe dich. Kann das sein, dass wir uns jetzt auf die Blumenkästen fixiert haben, statt Ja, ich bin jetzt gerade alle Blumenkästen durchgegangen. Ich auch. Gut. Ja, ja. Ich spiele nach langer Zeit wieder Alicia online. Anni, ich auch. Ich habe mich gestern oder vorgestern erst wieder eingeloggt, ja? Ja, hier ist sie. Ich wünsche euch noch viel Spaß, muss noch ein bisschen was für die Schule machen. Ja, schön, dass du da warst, bis zum nächsten Mal. Ja, ich sehe euch leider nicht, ne? Ach so, Eiswolf. Wenn du vor dem Restaurant stehst, aus rechts. Genau, rechts, genau hier. Nein, nicht zu weit. Ist das Olli? Stopp, ja, das ist Olli. Ja, und jetzt geradeaus. Nicht die roten Blumen, sondern die weißen. Der letzte Blumenkasten. Ah, hier. Ja. Wo ist da die Spinne? Da drin. Oh, die sieht man ja fast gar nicht. Das ist doch böse gemacht. So, Laila, Hatewolf, hi, wie geht's dir? Ja, ich versuche übrigens derzeit auch noch Uli und Tanja das zu bewegen, dass die sich Alicia online holen. Nö. Wie nö? Nö. Warum also nö? Ja, kannst du versuchen, aber nö, hole ich mir nicht. Nö. Warum nicht? So. Nein. Also ich habe jetzt hier noch stehen. Das ist mir zu Mickey Mouse mäßig, so zu... Unreal, weißt du? Mickey Mouse mäßig. Wo ist Fiona? Hat sie die Spinne? Ja, zu Unreal. Fiona, hast du die Spinne? Hast du die Spinne? Wo bist du denn? Wo seid ihr denn jetzt wieder hin? Ja, ich reite hinter dir her, damit du nicht abhaust. Genau, bleib mal hier. Also ich hab jetzt hier noch stehen. Brücke Bootshaus. Uli sagt, bleib mal hier und er rennt im Galopp über den Tisch. Mhm. Apfelhain, Sandgrube, irgendwo auf einem Dach, Bärenhöhle. Tempel, Scheune, Grab. Dann ja, das ist... Brücke mit Fragezeichen. Also da weiß ich nicht, ob da Brücke Bootshaus mit gemeint ist, oder... Wo kann denn hier ein Bootshaus sein? Ich vermute mal, dass es diese Brücke ist, wo wir da zwischen Silverglade und so rüberrennen. Aber ist da ein Bootshaus? Aber wie kriegen wir Olli jetzt dahin, wenn er uns nicht sieht? Ich kenne den Weg. Ich bin schon auf dem Weg dorthin. Alles klar. Außerhalb von Schulkuchen. AFK. Okay, bis gleich. Okay. Bis gleich. Weil es gibt doch bei dem Rennen, gibt es doch auch irgendwo sowas, wo eine Fähre ist. Hier in Feargrove. Ja. Oder bin ich jetzt gerade falsch? Nee, das war Jalaheim. Also ich reite jetzt mal runter Richtung Brücke, Richtung Silverglade. Guck mal, ob da was ist. So Mickey Mouse mäßig. Oder meinen die vielleicht? Nee, das wäre ja Walledalle. Whale-Dale See, dachte ich jetzt gerade. Hm. Ich glaube, da habe ich auch irgendwo... Ja, Whale-Dale haben wir auch noch einen Hinweis. Hm. Was sich inklusive See einbezieht da. Hm. Da haben wir ein gutes Stück zu laufen. Ja, ich gucke gerade so ein bisschen... Es soll irgendein Bootshaus sein, ne? Ja. Also ich habe hier einmal Brücke und einmal Brücke Bootshaus. Da weiß ich aber nicht, ob da mit dieselbe Brücke gemeint ist. Deswegen habe ich die eine Brücke mit Fragezeichen versehen. Ja, hier sind zu viele Brücken. Ach, du nimmst die Brücken, ja. Halt mal unten die Steinbrücke da.
Nein, da wäre auch irgendein Häuschen. Ich bin aber nicht sicher. Brückelbootshaus. Da unten steht ein Häuschen und da ist ein Steg. Ja, aber und ist das nicht schon Silverglade? Das weiß ich eben nicht. Ich reite jetzt mal rüber. Was kann denn passieren? So weit weg ist es ja nicht. Hm. Ah, ich hab sie schon. Ich höre schon. Ich höre sie schon, ja. Ihr hört was? Ja. Ja. Jetzt höre ich nichts mehr. Das heißt, ich muss wieder zurück. Aber ihr seid noch Firkwurf-Gegend, ja? Ja, ja, wo die Steinbrücke ja, ja. ist. Nee, hier Hallo unten. Hallo Fiona. Du hast mal hier gerade das Geländer ab. Da, jetzt höre ich wieder was. Ja. Einer links, ja. einer rechts runter? Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Oh Mann. Ja, ich stehe schon mal im Wasser. Ja, ich auch. Lass mich jetzt absaufen, damit ich wieder. Ach, jetzt komme ich ganz oben raus. Wirklich, aber wo ist sie? Ich habe jetzt, glaube ich, das falsche Haus gefunden. Also, ich habe da nichts gefunden. Guck du mal. Mhm. Ja, wärst du jetzt live, Tanja oder so, ne? Oder Uli? Dann könnte ich jetzt bei euch gucken, wo ihr seid. Ja, ja. Ja, bei mir wird das nichts bringen, das wäre eine Dia-Show. Also, die springt immer ins Wasser. Ja. Ich bin technisch nicht begabt. Wo gibt's denn hier Wasser? Am Floß! Floß! Silversong. Oder wie der heißt. Also, muss ich mal kurz gucken, da bin ich. Ah, von uns ist doch nirgendwo ein Fluss in der Nähe. Ach doch, schon da ganz außerhalb. Ja, ja gehört aber noch dazu. Der quasi die Grenze ist. Ja, gut. Ich hab sie gesehen. Amira hat recht, die hier bei uns steht. Wenn du da reinspringst ins Wasser, musst du ganz schnell sein. Und die sitzt nämlich innen an der Mauer. Uli. Moment, ich komm runter. Mhm. Innen an der Mauer. An ja. der Seite oder was? Da, wo, hier, wo du jetzt stehst, von innen quasi, unter dem. Hier, wo ich jetzt stehe. Aber ich komme nicht dran. Jetzt habe ich sie. Guckuck. Ah. Guckuck. Hello. Oh, Guckuck. Hello. 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 CB. Danke. Ich habe sie. Prima. Jetzt hat müssen wir nur noch den Olli hier hinkriegen. Hat ein ja. bisschen länger gedauert, weil ich der Hund noch draußen war. Mhm. Kein ja, Problem. Ab, du blöder Sohn. Lara. Legst halt. Danke. Ja, wie ist das Wohlbefinden? Heiter bis wolkig und strichweise Regen. Nein, sonnig. Okay. Also ich und Fiona suchen euch noch, ne? Glaub ja, ich. Alexa? Ich komme mal auf die Steinbrücke drauf. Aber ist es jetzt Brücke oder Brücke Bootshaus? Ich weiß. Naja, sagen wir mal so, da hinten ist ein Boot zu sehen. Ja. Aber... Olli reitet irgendwie in die völlig falsche Richtung? Ecke. So, hier ist jetzt ein See. Nein, ich sehe zum Fluss. Ja, das wird jetzt zum Fluss. Okay. Jetzt hat jetzt ein See gemacht, oder was? Ja, da kam was. Kam Wasser raus. Oh. Ja, hier stehen ganz viele. Hm. Fiona, okay. weißt du, wo die sind? Die Steinbrücke. Mit den vier Pferden, wo auf jeder Seite zwei Pferde sind. Kenn ich nicht. Ja, das kommt davon, wenn man Transporter benutzt. LOL. Schön im Livestream rein. Oh, oh entschuldige. Was sind wir Livestream? Entschuldige. Ich will mich auch verarschen. Ich hab wie ich die runter zu lange mein Handy holen. Achso, ja, hier ist dein Handy. So. Autsch. Ich reite jetzt den kompletten Fluss lang. Irgendwo muss ich halt irgendwo mal rauskommen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Livestream. Ja, well, thanks. Danke, danke. Und haut rein. Machen wir. Danke, Dito. User disconnected from your Wenn ich den Fluss weiterreite, bin ich gleich in Veldale. Andere Richtung. Da war ich, da, ich war vom Beginn, da wo es vom Wasser losgeht.
Ach, Olli. Slash TPA. Das wäre leicht. Ja. Da ist eine Steinbrücke da vorne. Da ist eine Steinbrücke. Eine Brücke mit Stein. Ja. Muss ich da rüber? Du sollst da drauf kommen. Hallo! Na, wie geht's euch? Ich sehe euch. Ich, ja, ich sehe euch. Ja, ich sehe euch. Olli, du weißt nicht, was ich vorhin für eine Doku über Tiere gesehen habe. Was hast du denn gesehen? Über Pferde? Follow me, please. Fiona, follow mit? Tanja. Einfach hier runterreiten. Und da, in die Richtung, wo mein Pferd jetzt steht, ist das innen an der Wand, ist eine Spinne. Eine blaue. Musst du mit Anlauf reinspringen und klick, 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 bevor du absäufst. Da, ich hab sie. Echt? Ja. Beim ersten Mal? Cool. Ja. Na, Olli ist ja Profi. Olli ist ja Profi und so, ne? Fiona hat's auch gleich beim ersten Mal, so wie es aussieht. Sie muss auch nicht normal rein. So. Okay. Da waren kleine Labrador-Babys und ein Lama, das Hannes hieß. Mhm. Was hat jetzt ein Lama mit Labradors zu tun? Like hast du ja, vielen Dank dafür. So, Apfelhain, Sandgrube, die Ecke. Ja, Apfelhain ist ja hier um die Ecke. Ja. Ich verlasse euch nicht mehr. Auf geht's. Aber schön, dass du uns siehst. Ja, ja, das ist, ne? Das war ja mein Ziel. Dass sich die Wege erst weit trennen, damit man sich hinterher wieder sehen kann, ja? Richtig, genau. Okay. Was auch immer sehr viel bringen sollte, wenn man jemanden nicht sieht, dass man einfach mal in ein Gebäude reingeht und wieder rausgeht. Weil dann lädt er die Leute wieder neu nach. Und das soll auch immer so gut helfen. Bin mal AFK. Jo. Okay, okay, bis gleich. Okay. Oder bis später, oder bis irgendwann. So, hier sind wir. Hier sind die. So, Apfelhain. Apfelhain. Ja. Ich glaube, ich hab sie. Ich glaube, ich hab sie. Ich hab mich doppelt. Ja, ich auch. Ja, ich auch. Ich hab sie! Ich hab sie! Hier an der Leiter! Ich auch. Ach, habt ihr auch schon. Uli hat sie sogar zweimal. Ja. Ja. Aber wir sind so gut. So, Sandgrube? Sandgrube? Echo. Echo. Lulululululu. Aber nicht bei mir. Nein, nicht bei mir. Bei wen? Das ist Marcel. Oh, shit. Oh, ich reite falsch. Reite ich richtig? Oh, ich reite falsch. Nee. Echo. Wieso reitest du zweimal falsch? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Du weißt es zweimal nicht? Okay. Hallo, Echo. Hallo, Echo. War Spaß, hallo, natürlich hast du den Like. Ja, danke. Very thanks and so. Aber ein Dislike wäre auch okay. Ich höre sie. Ich noch nicht. Oh ja. Jetzt höre ich sie. Ich höre sie auch. Ich sehe sie. Ich sehe sie auch. Uli und ich haben sie zeitgleich gesehen. Nicht dann schlecht. Bubedach. So, haben wir auch. Miek, hat sie gesagt. Aha. Komm her, Spinnchen. Ich bin abgeschmiert. Jeder schafft's, nur Tanja nicht. Oh, ich bin abgeschmiert. Gar nicht. Doch. Aber du bist wieder hochgespawnt. Ja. Ich hab's auch. Wir sind zu doof, hochzukommen. Also wieder hochzukommen. Nee, das geht hier auch nicht. Der Winkel ist zu extrem. So. Bärenhöhle, weiß ich, wo die ist. Tempelscheune haben wir noch. Und Grab. Tempel weiß ich auch. Ich nicht. Also, mitkommen. Ja, aber nicht hierhin. Warte, ich bin... Ich hatte zu viel Anlauf, das war das Problem.
Also. Das ist in Richtung Dumdum. Ja, das Grab ist auch in Richtung. Auch in Richtung Dumdum. Dumdum. Hey, dumm, 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 dumm. Oh Mann! Warte mal, hier ist das Rennen, ne? Muss jetzt Bahn, mach aber mit SSO, Yunus weiter. Okay. Marcel so lange verschieben? Können wir gerne machen. Ich weiß nicht, ob er uns das übel nimmt, aber er kann ja wieder reinrollen. Wird er nicht. Warte mal. Man kann ihn ja den Grund nennen, warum und so. Ist er, wo ist er da? Ich reite. Sarah Tracking Time ist auch hier sichtbar. Mhm. Ich glaube, die wissen schon alle, wo das ist. Ja, ja. Umso besser, dann brauche ich mir nicht so viel Mühe geben. Ich weiß, dass das alles hier alles in einem Loch ist. Ah, jetzt ist es angenehmer zu sprechen. Echo! Hallo Echo, hallo Otto! Hallo Echo, wow. Hallo Otto. Die Scheune ist ja da oben. Ja. Oh, die bounce schon ganz kläglich. Scheune, reingehen wahrscheinlich, ne? Reingehen ohne abzusteigen, los, das schaffen wir nicht. Ach, die ist in der Scheune, ja? Weiß ich nicht, aber ich vermute mal. Okay. Scheiße. Nein, die sitzt doch davor, oder? Nee. Doch, hier, draußen. Draußen? Mhm. Unter den Weinfässern. Ah. Ja, dann haben wir die doch auch, wa? Mhm. Ah. Das wird die Scheune. Nächstes liegt, glaube ich, die Bärenhöhle auf dem Weg, ne? Bärenhöhle oder Kempel? Das ist Kempel, oder nicht? Ah, ja, stimmt. Ja, hier war schon so viel. Der Kempel war hier, dann war hier die Greta mit ihren Eltern und irgendwann verlierst du... Der Olli mit seiner Folie. Der Olli mit seiner Folie war auch zwischendurch mal hier, genau. Ja, ja. Hm? Ich? Hab hier eigentlich schon alle Pferde. Alle Pferde, alle Sterne. Alle Spinnen. Gerne, Spinnen? Ja, das wär hier wäre eine Quest für Janetti. Hier musst du Spinnen sammeln. Mhm. Blaue, grüne. Blaue. Wollte ich auch gerade sagen. Grüne, blaue, gelbe. Ich muss Spinnen töten. Mhm. Ach, hier, das ist bloß nicht Netti. Ich sehe sie. Nicht? Hallo, oh, der Bär steht auf. Hi Björn. Aber wie soll man da drankommen? Indem man im Schritt, ohne Pferd, am Rand, innen. Genau, da hat man doch damals eine Quest. Echt? Richtig. Damals mussten wir auch schon hier rein. Hi. 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 Tata. Space Olli. Du SSO. Ich chill hier ganz gemütlich, ganz langsam dahin. Ja, ich komme hier auf ein Pferd drauf. Ich sehe es zwar, aber. Ja. Hallo Spinne. Eigentlich steht sich's ganz gut hier. Uli, wartest und du? Raus hier. Ja. Olli, sieht ja heiß aus. Ja, danke. So, da bin ich wieder. WB Fabi. Alle da? Nö. Ja. Wo geht's jetzt hin? Zum Grab. Zum Grab. Zum Drachengrab. Ach, obwohl. Boah, Cornelius legen, ne? Bonnie.
Lena Silent Britke, hi, wie geht's dir? Anni, bin im Warteraum, kann mich vielleicht jemand ziehen? Fühl mich so alleine. Mach ich. Ich hab jetzt die Leute wieder verloren. Seid ihr links oder rechts abgebogen? User was moved to your channel. Anni! Hallo. Hi. Ah, links. Hi! Hello. Hi. Du bist nicht mehr alleine. Ja. Hast du uns vermisst? Ja. Anscheinend. Ernst gemeint oder einfach nur so gesagt? Es ist ernst gemeint. Oh, das klingt gut. Das hast du jetzt nicht gedacht, ne? Nee. Ja, aber auch nichts. Hört ihr irgendwas miauen? Aber hier, hä? Hier ist ein X. Ich hab kein X in der Luft. Ich höre was. Ja, ich auch. Vögel. Ja, es können auch Vögel sein. Aber wieso hast du ein X? Ich hab hier ein X an dem Stein. An welchem Stein genau? Der hier. Der Pfosten. Ja. Okay. Hier ist er! Okay, ich hab sie. Hier gibt's eine kleine Insel mit einem Häuschen drauf. Ja. Hier miaut's. Okay. Das könnte das Bootshaus sein. Ja. Ja, hi Olli. Hallo. Ja, ich sehe sie. Auf dem Steg. An dem letzten runden Pfosten. Ah. Ah, da haben wir die auch. Ich habe fast alle Spinnen, habe gerade die 80 geknackt. Ja, Lena, du suchst die. Ja, HGW und Tipps bitte. Wie kann man das nur so suchten, ja? Mit den aber den Chat könnt ihr dann gleich lesen, wenn sie jetzt wieder alles aufzählt, ne? Aber was ist dann am Grab? Ich reike da jetzt nochmal hin. Ja. Ich laufe nochmal ein bisschen großräumiger, um das Grab. Aber vielleicht war es das jetzt, vielleicht war das gemeint. So nee, das Motto. War das Bootshaus. Ich gehe mal davon aus, dass das Bootshaus war und eben die Brücke. Das heißt, es wären doch 8 Hinweise. Bleibt noch das Grab übrig. Du bist direkt beim Grab. Miaut ja nix. Hm. Breit ist ein bisschen großräumig ab. Das. Büsche, ne? Da war nix. Vielleicht ist das ja auch eine taubstumme Spinne. Keine Ahnung. Am Grab war nichts, das war nur ein Hinweis, damit ihr das Haus besser findet, schreibt Lena. Okay. Aber dann fehlt ja immer noch eins, oder? Fehlen 3. Okay. Müssten 3 sein. Hallo Ulilein. So, ich mache jetzt einen Punkt, dass hier draußen FSK 18 Video wird. Ich steig ab. Ich wollte eigentlich. Egal. Ich hab's verkackt. Haben denn die lieben Zuhörer noch Ideen, wo wir in Viergroß Spinnen finden?
Spinnen, Spinnen. Weil das Gebiet ist ja doch sehr groß. Mhm. Wir können auch einfach mal nicht hier uns alles erschienen, ja, sondern einfach mal selbst suchen, ne? Genau, bei Andy gehen wir jetzt mal. Bei Andy wäre noch eine Idee. Ja. Und deswegen rennt ihr. Andy, bei der Hühner-Dings da, wa? Genau. Ja, dieser kleine Knilch da. Ja, eigentlich so bei allen bekannten Personen könnte man theoretisch gucken. Oder die Baustelle. Die Baustelle? Welche Baustelle? Wo du beim Rennen durchläufst. Ach so. Ich hab zwar jetzt seit dem ersten Spiel im Suchgedöns den Ton an, aber ich hab beim Rennen nicht drauf geachtet. Ich folge gerade eine, die könnte vielleicht auch dahin wollen. Wo was ist. Die heißt Tanja Gladefield. Okay. Fürkoffer Restaurant im Blumentopf, die haben wir schon. Danke, die haben wir. Sandgrube. Haben wir auch schon. Und einen angebrochenen. Ein angebrochenen? Ja. Ausbrechen. Seit dem letzten Stream habe ich alle aufgeschrieben, die ich gefunden habe. Das ist ein ganzer Zettel. Ja, glaube ich. Das glaube ich tatsächlich, sogar wenn man über 80 hat. Leo. Ich müsste theoretisch die letzten beiden SSO-Streams zusammenschneiden, ja. Und alle ein Video draus machen mit dem Punkt alle spinnen. In diesem Video. Das hat sicherlich mehr Klicks als nur zwei. Bei der Baustelle ist nichts, kommt hier schon. Okay, und bei Andy? Irgendwo auf dem Gelände von Andy vielleicht? Oder Andy? Oder. Melodieberg schreibt sie. Ja, was ist das denn? Ja, wo ist der? Den habe ich auch irgendwo stehen, den Melodieberg, aber ich kann den nicht nach einer Ortschaft zuordnen. Übrigens, mein Urfeld möchte heute auch noch Level 15 werden. Aber das schaffen wir noch. Das Championat beginnt in minus 17 Minuten. Aha. Aber wo ist dieser Melodieberg, wenn der zu Viergrowth gehören soll? Andi ist nix. Richtung Apokalypse, schreibt sie. Wo ist das? Das ist doch der Berg hoch, oder? Ja, aber den Weg weiß ich nicht mehr. Ach, den Bergpass! Ja. Das ist am Champi. Lass uns mal alle am Champi treffen. Ja, ich bin schon da. So gut wie. Ja. Doch, ist ja, wirklich ja. So. Olli ist vor mir. Okay. Oh, dann müssen wir doch bloß in den Berg hoch hier, theoretisch. Jein, da kommst du ja bei Dings raus. Aber wenn du den richtig hochreitest, kommst du eigentlich direkt an den Apokalypsenrennen vorbei. Wo es alles so rötlich ist und so. Ja, bei der Formose soll auch was sein, aber das ist aber nicht der Melodieberg. So, ich bin beim Champi. Ich auch gleich. Und es kommt ein Lu. Melodieberg ist eine Klippe. Kommt hier. Der Weg dahin. Das ist der ganz große Berg, wo man hochreiten muss, wo die Wölfe rumlaufen. Ja, genau, das ist dann also der richtige Berg, wo es gibt. Die Wölfe rumlaufen? Wölfe sind in GH. Achso, jetzt hochreiten, da. Ah, ihr seid schon da, okay. Fion hat sie ausgelockt. Oh. Das ist der Bergpass. Wir können mal hochreiten. Bei Frau Morse soll was sein, das weiß ich. Aber das lass uns mal lauschen. Eingeschrieben. Nein, ich habe eine andere Idee. Geht ihr mal da lang? Ja, hat's auch gerade schon geschrieben. Melodieberg ist der ganz große Berg, wenn man bei dem Champion hochreitet. Ich hör's. Ich auch. Voll. Nee. Doch, ja, hier müssen wir stehen bleiben. Wartet auf mich.
wenn ihr sie gefunden habt. Ja, selbstverständlich. Ich bleib da immer stehen, wenn ich eine gefunden habe. Hast du sie schon gefunden? Nein, stehe ich. Ich hör's nur Miau. Ich sehe dich nicht mehr. Ist das so. Wie bei Frau Morse? Vor Frau Morse auf diesem kleinen Stück, wo ein Holzzaun links und rechts ist, ja. Da höre ich's fiepen. Und dann können wir auch gleich bei Frau Morse das Rennen machen. Ja. Sarah steht hier vor dem Baum. Also, ja, bei Sarah. Ah, am Baum. Hast du auch gerade in dem Moment gesehen, wo du Anna, ja. Sarah sagtest, habe ich es in dem Moment gesehen. So. Gut, dann machen wir das Rennen, wa? Denn bei Frau Morse, ja, bei Frau Morse habe ich ja auch noch den Hinweis. So. Drei, zwei, eins. Hier gibt's kein 3, 2, 1. Nein! So. Schöne verbackte Rennen. Du hast verloren. Wo man ganz Jorvik sieht. Was? Mit Wölfen, wo ja. Man ganz Jorvik sieht. Ich weiß, wo sie meint, aber ich weiß den Weg nicht hoch. Miaut hier was oder täuscht das? Ich höre nix. Die Melodie übertönt alles. Können wir ja gleich nochmal abreiten. Ah, ich blöde Kuh. Da gab's doch mal eine Quest, wo man so einen Berg hoch musste und da lief dann so eine schöne Melodie. Mit so einer richtig schönen Aussicht. Der wird das wahrscheinlich sein. Ja. Aber ich weiß den Weg nicht mehr. So, ich reite das hier mal einmal ab. Ich höre nix. Nee, wenn ich bis hier nichts höre. Also ich bin, da unten gibt's noch diese eine Ecke. Also ich bin jetzt nicht dafür, dass wir runterreiten zum See, weil da sind wir ja noch nicht. Wir wollen ja erstmal viel fertig haben, oder? Lena schreibt, stellt euch beim Champi hin. Ich glaube, sie holt uns ab und jagt uns jetzt durch. Ja. Okay. Stellen wir uns mal beim Champi hin, wa? Ja. Ich hatte eben eine Vermutung mit einem Weg, aber da habt ihr ja gebohrt, ja, eine Spinne. Autsch, abgeprallt. Reite den Berg hoch und dann links den Weg hoch und dann kommt ein kleines Häuschen sofort rechts weiter. Ich denke Champi. Meinst du hier vielleicht? Ja, die Vermutung habe ich nämlich auch. Ich gehe mal hoch. Ich bin ja eben hier lang, aber da habt ihr schon gebrüllt. Okay. Reite jetzt einfach mal hier lang. So. Ah, stimmt. Champ- Uli, du hast recht. Champi ist niemand. Hat er recht? Du hast recht. Das ist der richtige Weg. Und jetzt sind wir nämlich an dieser Hütte hier oben. Hier ist doch eine Grillhütte. Aber ja. Keine Spinne. Oder? Hör nicht. Ja. Die Bergsteigerhütte. Ist das vielleicht gemeint? Nee, ne? Ihr seid jetzt noch immer noch oben auf dem Berg, ja? Ja, ja. Wir sind, ja. Eine Abzweigung vom Berg. Ist das. Ich bin jetzt mal lebensmüde. Nicht abschmieren. Hoch da. Ich bin jetzt wieder bei der Frau Maus. Nein, da bist du falsch. Da geht irgendwo, das ist so ein Wiesenweg. Geh Olli mal abholen, Tanja. Mhm. Bin dabei. Oh, Waldesee. Ich glaube, ich bin falsch. Ich wende mal.
Oh ne, so. Da hinten wollte ich dich nicht abholen. Andere Seite. Ich kann nicht online kommen, weil ich dann YouTube schließen muss. Hast du YouTube nicht auf dem Handy? Nee, ich komme wieder zurück. Ich glaube, ich reite jetzt gerade falsch, aber es sieht richtig aus. Ich wollte eigentlich Olli abholen. Reite ich Sarah hinterher. War ich hier oben schon mal? Da sind Wölfe! Sarah, du bist gut. Wo bist du denn? Oberhalb von Uli. Ich habe gerade den Weg nicht zurückgefunden und da ist dieser große Baum. Ich habe sogar einen Erfolg freigeschaltet. Leck mich Ärmel. Ah. Leck mich Ärmel? Leck mich am Ärmel. Und das ist der Melodiegedöns. Aber eine Spinne höre ich hier nicht. Ach, da sind, ja, Wölfe habe ich gesehen, aber... Ich weiß nicht, wo ihr seid. Ich weiß nicht, wie wir Olli jetzt hier hinkriegen. TP! Super. Ich stimme nur bei Frau Maus, ne? Ich komme jetzt im Moorland raus. Wie, was? War dein Pferd kaputt? Ja. Och nö. Ich muss in die Werkstatt. Ich jetzt gerne helfen, aber ich kann nicht. Okay, du bist gerade fahren, ne? Olli, du bist falsch. Doch, die Bergsteigerhütte. Was? Doch, aber es ist scheiße, darüber zu schreiben. Achso. Ja, ich stehe hier gerade. Anita, wer bist du denn? Du stehst hier so bei mir rum. Kennst du den Weg? Kennen wir uns? Ne, Anja heißt das. Sorry, Anja. Ja, schön, dass du mir winkst. Bibi! Entschuldigung, ich hab dich verschoben, weil wir Echo hatten irgendwie. Fabi schreibt Olli zum Champi. Okay, zum Champi. Ich geh zum Champi. Wartet auf mich, Olli. Zum... Oh, das ist doch die falsche Richtung. Ich muss die entgegengesetzte Richtung zum Champi. Aber Sarah, hast du da jetzt ein, Ach so, Antonia Evoli, das bist du, ja? Und wenn nicht, hi! Los, Pferd. Mich würde jetzt echt mal interessieren, ob Sarah hier eine Spinne gefunden hat. Ich habe jetzt den richtigen Berg, aber ich finde nirgendwo eine Spinne. Bist du schon da, Olli? Ja, so in der Nähe, ja. Olli, reite bitte mal zurück. Ja, ich bin doch schon zurück. Ich bin ja hier gerade, ich stehe beim Champi. Ja, ich hol Olli am Champi ab und dann geht's da mal in die Richtung. Ich hoffe, dass sich mein Pferd wieder erholt. Wie, noch nicht? Ja, es wächst langsam. Okay. Wird sich das im Stehen schneller als im Galopp? Das weiß ich nicht. Ach ja. Oh, da ist auch einer müde. Ach, das bin ich heute schon den ganzen Tag, ne? Ist aber ganz normal, weil es jetzt Wärmer geworden ist. Also wir haben auch beistellige Plus-Bereich und ja. Ja, bald geht's wieder los. Wetter war wieder traumhaft. Ja, aber Krabbeln, Schmerzen. Geht einfach zu schnell, weißt du? Das sind jetzt noch 13 Grad draußen. Ja, das meine ich ja. Das ist ja, weiß ich nicht. Das haben. So, wo ist Olli? Da.
Mein Pferd frisst noch Steine, wir müssen noch kurz warten. Okay. Wir können weiter. Ja, wir gehen mal langsam voraus. Du kennst den Weg? Zumindest da, wo ich eben war. Das war schon mal richtig. Ich muss nur ein bisschen langsam machen, damit sich das Pferd auch erholt. Sonst komme ich gleich wieder Moorland raus und habe ich keine Lust drauf. Ach, dieser Weg. Wird kein leichter sein. So, ich stehe jetzt auf irgendeinem Steinvorsprung. Sarah ist hier auch noch. Ja, aber wie bist du da hochgekommen? Ich weiß es nicht, bin Sarah hinterhergeritten. Ich glaube, ich war ein bisschen zu schnell unterwegs. Das Ding ist, ich wollte zurückreiten von der Bergsteigerhütte, ja? Richtung Olli. Sarah will, dass du ihr folgst, okay? Ich muss nochmal kurz zurück. Ich habe mich hier verbuggt, ich komme da nicht mehr hoch. Ich gehe nochmal zum Start und komme nochmal. Ich komme da nicht hoch. Ich sehe die Hütte. Ich weiß, dass irgendwo hinter mir oben die Wölfe sind. Das ging irgendwo so leicht schräg. Ah, nee, jetzt bin ich hier falsch. Ah, hier. Und dann dem Weg folgen. So, jetzt reite ich hier da lang. Ah, okay. Warte, ich hänge. Du hängst? Ja. So, hier war ja der normale Weg und da das muss man ja nicht hoch, man muss ja dann da hoch. Ah, boah, das soll man hier als Weg erkennen. Danke an, wie heißt der, Anja? Ania? Das wäre das liebe Mädel, was mir hier vorausreitet. Anja ist das. Dankeschön. Anja. Ja. Ich finde den Weg schon wieder nicht, ne? Wo ihr gerade hoch seid. Ja, Moment. Ich bin einmal abgestürzt, bin ich weg. Wie, du bist weg? Na, ich bin abgestürzt und dann war ich auf einmal wieder ganz unten und dann finde ich jetzt den Weg wieder nicht hoch. Alter, da ist die. Leck mich am Ärmel. Ja, ich folge gerade nur an. Ach du Scheiße. Oh oh. Ich will mich bedanken und. Ah, Lena ist hier. Hallo Lena, du bist ja doch hier. Ey, wie kommt ihr denn auf das schmale Brett hier? Ich folge mal Lena. Ups. Ich sehe nix. Uli? Ja? Du bist bei mir? Ja, Anja hat mich hier hingeführt. Ja, aber wieso ist Olli nicht dabei? Weil Olli irgendwo wieder abgeschmiert ist. Ach so, ah, okay. Oh, ja. Ach du Scheiße. Mein Pferd will nicht. Jetzt. Was sagt man doch nicht? So, eine Spinne fehlt uns noch hier im Tiergriff. Komplizierter geht der Weg doch nicht, oder? Nee. Nein. Nein. Aber wart ab, Olli, das wird noch interessanter. Okay. Nicht? Ah. Keine Ahnung. Bin ich noch richtig? Oh, hier ist Anja. Do you remember? Mhm. Oh ja. Oh, ich hab Musik. Er ist am Baum. Ja, ich wollte gerade sagen. So, aber ein... Mein Pferd ist verbuggt. Eine Spinne fehlt uns noch. Wo könnte die sein? Irgendwas miaut hier. Ich war das nicht.
würde ja jetzt was sagen, da aber kommt Olli. Wir sind live. Ja. Was kommt ihr denn für einen Weg? Hallo. Ich kann mir denken, was du sagen wolltest, Evos. Die sind einen ganz anderen Weg gekommen. Ja. So, hier soll es sein. Ja. Und wo hier? Mal die Steine an. Schöne Steine. Die klemmt irgendwo an der Steine. Eine Spinne fehlt noch. Ja, da oben ist sie. Wieder zurück. Und ich hab sie. Perfekt. Eine Spinne fehlt noch. Wo könnte die sein? Wieso schreibst du da rüber? Die war hier an der Ecke schon, Lena. Also hier an der Ecke war sie bei mir. Ja, vor allem da hinten geht's wieder runter. So, welcher Server? Candy, Love, Love, wir sind auf Server 4, Strawberry Kingdom. Und jetzt den Berg hoch zu dem großen Baum, dahinter ist ein Weg. Soll da auch noch was sein? An dem Baum? Ah, sie hat es gesehen, dass wir es haben. Also auf jeden Fall vielen Dank nochmal für den Weg hierher und so. Ich komm! Ja, aber wo ist jetzt die andere Spinne? Es schreit jetzt Lena hinterher. Vielleicht. Also solche Wege würde ich niemals mit dem Pferd reiten. Okay. Übrigens, Sandy Love Love, du siehst es auch rechts oben im Bildschirm, auf welchem Server wir sind. Mein Pferd ist gestorben. Oh, mein Beileid. Mein Beileid. Wir versuchen das wieder zu beleben. Also. Okay. Schöne Jacqueline. Ich hab Erfolg freigeschaltet. Ich nicht. Red Dead ist. Aber ich muss gestehen, ich hatte das nicht mehr auf dem Schirm. Uah! Dass hier oben Wölfe waren. Ich auch nicht. Ich gesehen, da reitet man ja auch nur einmal lang. Freiwillig zumindest, ja. Und das war definitiv unfreiwillig. Ah, wir sind wieder da. Ah. Mein Pferd will nicht. Das sind Sterne, die hätte ich wahrscheinlich nie gehabt. Spinnen. Meine ich ja. Ja. Das gleiche, ich weiß. Aber ich glaube, wir krallen uns mal Olli unter den Arm und dann erledigen wir auch mal die Sterne mit ihm. Wenn wir die Spinnen fertig haben. Ihr habt alle Sterne, oder? Ja. Mittlerweile ja. Ah, Sarah hat dasselbe Problem wie ich. Machten ihr gerade? Wo seid ihr? Wir hängen hier fest. Okay. So, aber eine Spinne fehlt. Ja. Eine fehlt, ja. So, ich bin mal kurz auf, Karl. Gleich wieder da. Bis gleich. Manu, ja, Sarah. Genau, die Spinne Nummer 5 fehlt uns noch. Ja. Können wir uns morgen auf Server 9 bei Justin Morlin treffen, um 15.10 Uhr? Was ist denn morgen auf Server 9 bei Justin um 15.10 Uhr? morgen bin ich um diese Uhrzeit wohl noch arbeiten, gehe ich fest von aus. Also im Normalfall.
Wart ihr schon beim Apfelhain? Ja, war ja. So. Aha. Aha, scheiße, doch nicht. Ich schreibe mit Tempel. Wieder. Wir waren Sandgedöns da, die Mine. Was hatten wir noch? Apfelhain, klar. Der Blumentopf in der Stadt. Und das Bootshaus. Die Brücke. Das Bootshaus. Hm. Ja, und jetzt eben den. Melodieberg. Wo reitet sie hin? Wo reitet sie hin? Wo reitet sie hin? So, jetzt habe ich mich richtig festgesetzt. Ich muss mich auch. War gemeint lassen. Damit, ne? Olli galoppiert bei mir auf einer Stelle. Das heißt, ich fliege gleich oder einer von uns? Wir kommen um dich herum. Tanja ist geflogen. Ja. Okay. Ist hier was? Ich glaube, hier waren wir schon, oder? Wo bist du denn, Olli? Irgendwo bei einer Spinne. Nee, Sarah schreibt aber schon nein, okay. Um wie viel Uhr hast du denn Zeit? Also wenn, frühestens irgendwann erst abends. Aber ich weiß auch gar nicht, ob ich morgen live gehe. Morgen kommt auf jeden Fall ein Video, und zwar Uno. So? Mein Pferd reitet hier doof im Kreis? Genau, hier hatten wir ja die Blumen. Im Blumentopf. Wieder da. Baby. Danke. Ups. Bitte. Gab's Abendbrot? Ja. Mmh. Hast du geschmeckt? Ja, klar. Okay. Eins fehlt uns noch. Man kann mal Google fragen, wa? Kannst du auch die Zuschauer fragen? Ja, wir haben nur 73 Zuschauer. Da weiß es niemand. Unser Publikumsjoker, hm? So, ich bin jetzt auf YouTube. Also, wenn es von euch jemand weiß, wo Stern Nummer 5 ist in Flughof. Spinne. Spinne was? Nummer 5. Sag ich doch. Ach, Spinne Nummer 5. Ja, Olli sagt immer Stern. Was dasselbe. Spinnensuche. Alle Spinnen in Flughof. Hier ist ein Video. Geht 10 Minuten. Von Capri. Sonne. So, die erste Spinne ist am Blumentopf. Da waren wir. Haben wir. So. Bin ich jetzt automatisch gezwungen, dieses Video in den Kommentaren zu packen? Ich denke schon, man hört alles. Ja, so leicht. Das ist schon lange her, sagt sie. So, jetzt reitet sie raus. Ich suche gerade selber. Ich bin geflogen und habe euch nicht mehr in der Gruppe drin. Olli, wo bist du? Die sind in Vier Grove. Ich stehe, genau, wir stehen hier. In der Nähe vom Ratsmann sehe ich gerade irgendwas. Und? Sandgrube hatten wir schon, ne? Ja. Rechts vom Ratsmann stehen die. Auf dem Dach waren wir auch schon. Ja. Meint auf dem Dach? Sandgrube da. Sandgrube war ja Dach, Olli, ne? Oder gibt's noch irgendein Dach? Nee, das war das Dach.
Ah, okay. Die habe ich noch gar nicht gesucht. Ich habe sie nur gehört. Ja, war. Ah! Da ist noch eine. Echt? Wo? Es gibt doch irgendwo die hat man auch beim Rennen, wo man über die Tonnen rüberspringen muss. Über die viereckigen Dinger da. Die Säcke. Ja, wo auch die Säcke sind. Ja, Baustelle, sag ich doch. Ja. Da hieß doch, Baustelle ist nix. Also da ist es zumindest bei denen. Ich find dich nicht, Olli. Ich find auch den... Hallo. Hallo, jetzt ist Olli hinter dir. Ja. Kann mich mal bitte einer einladen? Ich würde auch gerne wieder euch sehen können. Ich bin gerade auf Server 9, wieso kann ich nicht wechseln? Gute Frage, also normalerweise müsstest du auch wechseln können. Ich wollte auch die Maus richtig in die Hand nehmen, dann geht das Ganze was besser. Ist raus, die Anfrage. Ja, ich seh's. Dann gehe ich da jetzt mal gucken an der Baustelle. Also ich habe das Video jetzt noch nicht bis zum Ende gesehen, aber die sind da rumgeschlichen. Warum rennst du vor der Wand? Ich wollte mal testen, ob die... Ob sie standhält, ne? Moment, oder hier unten direkt am Start. Da stehen ja Strohballen. Nee, die waren's nicht. Okay. Das waren die viereckigen Klötzer. Okay. Ah, ich habe das Video nicht weitergeschaut. Vielleicht sind sie daran auch bis vorbeigegangen. Vielleicht hören wir's da ja auch in der Aber, Nähe. Aber, hi, how are you? Good, thanks. How are you? Enzo. Enzo, jetzt muss ich wieder Enzo, dann geht das schon wieder los. Du Nase. Genau hier. Hier waren sie. Aber hier miaut noch nichts. Ich guck mal das Video weiter. Mach mal. I'm from Polish. We from Germany. Ich denke, das ist okay. Da ist sie! Da ist sie! Wo? Wo? Ich hab das im Video gesehen. Total gut getarnt, haben sie sogar noch gesagt. Ich wäre ja schon dankbar, wenn ich sie hören würde. Ja, im Video hört man sie. Aber hier oben, ja? Ja. Lässt bestimmt. Irgendwo haben sie dich hier rausgefischt. Aber ich höre sie nicht, dann kann sie nicht hier sein, oder? Eigentlich aber im Video ist die hier. Oder waren wir hier schon mal und wissen das bloß nicht mehr? Nein. Hier waren wir noch nicht. Moment, ich guck nochmal. Hilfe. Vielleicht hängst du ja auch einfach nur am falschen Container. Oder sie sitzt im anderen Server, man weiß es nicht. Aber ja, da sollst du dann... Ich hab's... Das ist genau, da kommt eine Spinne gefunden. Die ist eigentlich genau hier, wo wir gerade stehen. An der Hütte. Nee, an, ist da eine Hütte? Warte mal kurz. Ich muss mir nochmal das... So, jetzt reitet sie dahin. Da ist eine, da muss man da hochspringen. Ah, nicht da direkt. Das ist woanders. Es gibt noch eine andere Ecke, wo auch diese Säcke sind. Nicht hier. Wir brauchen noch eine andere Ecke. Wo gibt es noch solche Teile? Da muss man hochspringen, haben sie gesagt. Wir brauchen sowas hier nochmal. Das, aber da waren wir ja schon. Da unten stehen auch noch welche, aber da muss man nicht für hochspringen. Wo unten? Wo seid ihr? Ich bin immer noch hier oben. Nee, das waren die auch nicht. Okay. Ich bin jetzt vor dir. Jetzt rennst du an mir vorbei. Das heißt, du siehst mich nicht mehr, ja? Ich guck mal kurz mal das Video an. Vielleicht sehe ich da ganz genau, wo sie sind. Mhm.
Ich gehe mal kurz ein paar Sekunden zurück. Das ist irgendwo auf einer Strecke, wo ein Stein in der Mitte ist. So, dann reiten die da durch. So. Alles klar. Sag das doch gleich. Das ist total versteckt. Da, wo die Spione waren, bei dem Haus. Spione, Haus. Sagt uns das was? Nein. Spione, Haus? Da, wo die Spione waren. Dankeschön. Ich reite mal. Da, da ist der Stein. Das ist, glaube ich, der Stein. Dieser Stein. Wo bist du? Da unten. Uli, siehst du mich? Ja. Ich glaube, hier. Ah, hier sind zu viele Steine. Hier sind doch keine Säcke. Ja, nee, ich such die gerade. Man kann irgendwo hinterspringen. Hallo? Das ist total. Soll ich euch einmal das, einfach mal das Video schicken? Ich wollte gerade sagen, gib Tanja mal den Link. Warum mir? Weil wenn er jetzt Link rausschickt, dann sehe ich den nicht. Warte mal, ich glaube, ich habe es schon gefunden. Nee, doch nicht. Nein, hier waren wir doch gerade. Ja. Ich schick mal kurz Tanja den Link. So. Ich bin mal kurz bei Steffen mit unten. Okay. Okay. Gut, hier ist es auch nicht. Das Dumme ist, ich hab den Link jetzt. So. Geht das auch per WhatsApp? Schwierig. Link kopieren. Entweder TS oder Fratze. So. Sag mir mal noch in etwa, bei welcher Minute du gerade stehst. Das ist, glaube ich, markiert. Moment. Nee, ist nicht markiert. Also da kannst du schon mal raufgehen, ne? Und dann ist es bei Minute 3:20. Oh, ich habe eine Nachricht. Ich gucke. Aber echt schon jemand fleißig, ne? Dafür, dass das noch nicht mal eine Woche auf dem Markt ist mit den Spinnen. Minute 23? 3:20, also 3 Minuten 20. Ach so, 3 Minuten 20, wollte gerade sagen. So geht das. Also. Muss schon Foto aufhalten. So. Wo seid ihr? Ich bin am gucken. Wo ist Olli? Gerade gestürzt. Aber ich habe Tanja gefunden. Ach, das ist... Oh, da waren wir doch schon. Das ist kurz vor Campbells Haus. Da waren wir schon dahinter? Nein, wir waren bei Campbell. Dahinter waren wir, ja. Haben wir den schon? Nein. Also Richtung Campbell. Die reiten Richtung Campbell und dann... Dahinter sind noch welche Säcke, ne? Ja. Und wenn man vor dem Haus steht, ist das links von denen. Olli, bist du bei mir? Ich bin hinter Uli. Dich sehe ich nicht. Ich sehe nur Uli, ich sehe dich nicht. Ja, alles gut, dann passt es. Mann. Also das eine war ja bei Campbell auf dem Dachboden, aber links neben Campbell vorher wusste ich nicht. Ja, ich bin so navigationstechnisch. Weil ich die Niete. Oh, das, so. diese Ecke kenne ich aus dem Video. Ach nee. Da ist der Stein. Uli, stopp. Und jetzt links rein. Links rein, hier rein. Ups.
Ach ja, war da nicht auch mal ein Stern? Ja. Olli, hast du einen Stern schon? Ich hör's. Den Stern habe ich auf jeden Fall schon. Rechts? Mein Headset sagt rechts. Jetzt sagt mein Headset, ich bin richtig. Ja, gar nicht. Nee, noch ein Stück links muss ich. Ja, hier ist er. Ich hab's denn nicht gesehen, ich hab's auch einfach nur angeklickt. Ich höre sie nicht, aber ich sehe sie. So. Okay. So, Fear Growth komplett. Ja. Wo geht's denn hier wieder raus? Ach, da. Wieso sehe ich sie nicht? Ach, da. Nee. Ich sehe sie nicht. Jetzt hast du sie noch nicht, oder was? Ich sehe sie nicht. Im Busch. Ja, in einer der Büsche. Ja, bin ich hier. Nein, halt hier. Ach, da. Da. Wo ich jetzt vorstehe. Ich hab die Spinne nicht gesehen. Ich hab wirklich nur blind auf diese komischen Dornenbüsche geklickt. Ich sehe sie nicht. Ich hab sie auch nicht gesehen. Ja, ich klicke aber hier überall. Jetzt! Ich da weiß, warum ich sie nicht gesehen habe. Weil? Wenn du F1 drückst, dann hast du ja dein komplettes Overlay weg. Und dann sind auch die Sounds weg. Gut, jetzt hat's funktioniert, danke. Ja. Hui. Und hi Daisy! Wir haben 4 Growth komplett. Yippie-yay-yay! Was nehmen wir jetzt? Also ich habe noch einen Hinweis, Golden Hills. Und... Veildale, einmal Frau Morse und einmal, das habe ich aufgeschrieben, Seebergbaum, aber das ist ja alles eine Ecke. Ja, Frau Morse waren wir doch schon, ne? Ja. Oder wir machen mal, weil es gerade in der Nähe ist, frei Schnauze, oder vielleicht kriegen wir ja noch Hinweise. Was haben wir denn jetzt noch für Orte? Veildale könnten wir doch mit anfangen. Oder? Ja, oder Dumdum, das ist in der Nähe. Aber Dumdum oder ist das? Verwinkelt. Oder ja. Die Erntefeldprovinz. Oha. Ich weiß nicht mal, wo die ist. Ja, Golden Hills gibt's sonst noch. Nebelfall. Ja, Nebelfall. Das ist doch ja Dumdum. Wollen wir Dumdum machen? Da haben wir auch gleich noch die Alonso-Rennen. Ja. Wir können auch Valledalem machen, da haben wir auch noch Rennen. Wir können auch Valledalem machen, wenn du willst. Valledalem sind aber auch ein bisschen Stück. Aber Tanja versucht sich nur um dieses Posten... Streckenposten-Ding da zu drücken. Ja! Das brauchst du noch. Nein. Das brauchst du noch? Das kann ich in Valledalle auch machen. Bäm. Nein, das ist Hollowoods. Ja, wo führt denn das hin, hä? Nach Düsseldorf. Da will ich ja gar nicht hin. Das siehst du, also... Ihr macht, was ihr wollt, ich reite mit. Also, wollen wir jetzt Richtung Veildale gehen als Beispiel, ja? Da schreibt ja. Lena auch noch, Veildale See reitet die Rennstrecke bis zum Strand hin und links im Wasser. Na gut. Okay. Ja, okay, dann kann man auch Veildale See gleich die Rennen machen. Veildale See ist nur ein Rennen, aber das gibt wenigstens 250 Pferde-XP. Ja, das ist doch schön, dann Pferd muss eben noch gelevelt werden. Richtig. Weil, ne, ihr wisst, ne, der Stream ist erst dann zu Ende, wenn ich mein Pferd auf Level 15 habe. Ja. André da voll kochen oder so. Und da fehlen mindestens noch 10 bis 20 Rennen, die ich machen muss heute. Viel Spaß. Und willst du ein neues Pferd nehmen? Danach nehme ich ein neues Pferd. Okay, und welches? Also nicht jetzt neues kaufen, sondern eins von denen, die noch gelevelt werden müssen. Ne? Die du noch neu gekauft hast schon vor Anno Tobak. Ja. Was reite ich hier für einen Scheiß? Weiß es nicht. Hat keiner gesehen, ne? Olli Nein. Hat die Kamera nicht drauf gehabt. Du bist den Berg nicht hochgekommen, wa? Nein, ich bin weggerutscht. Die reitet weg? Komm, die reitet einfach weg. Die haut ab. Hinterher. Die geht flöten. Geht uns flöten. Das geht ja mal gar nicht hier. Nicht mal. Das ist jetzt hat sie auch noch gepfiffen. So geht die uns flöten. Wo ist sie jetzt hin? Die reitet jetzt richtig, Richtung Champignon, Champi. Champignon? Champignon, ja. Rahmsoße.
Es ist so der Umweg zum Champi. Egal, aber es ist der Weg zum Champi. Was war jetzt beim Champi? Über den Bergpass runterreiten zum Wallesee. Ach, den Weg nehmen wir. Ja, natürlich. Nicht den rosanen Weg. Warte mal, den Weg kenne ich jetzt mittlerweile auswendig. So, jetzt hier erstmal den schmalen Rasenweg hoch. Rasenweg hoch? Wir rasen den Weg hoch. Ja. Meinst du das? Nee, ich wollte jetzt wieder den Weg machen, den ich die ganze Zeit nicht gefunden habe. Ja. Ach so. Reite doch einfach den Bergpass hoch an Frau Morse vorbei. Und dann runter zum See. Hast du gerade was so korrigiert, wa? Was? Gar nicht. Gar nichts gemacht. Reiten ihr jetzt so? So, hallo Frau Morse. 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 Wie heißt das auf Ostdeutsch? Möchte ich nicht sagen. Ich bin jetzt gleich am Wallesee und ihr? Auch. Komm im Fallschirm. Okay. Den See sehe ich da hinten schon. Wenn ich den See sehe, brauche ich kein Meer mehr. Ja. Was hat sie gesagt? Ja, direkt am Wasser irgendwo? Am Strand? Reitet die Rennstrecke bis zum Strand hin und links im Wasser. Der Strand gibt es hier öfter. Warte mal, wenn man startet. Wo startet man denn dann? Ich glaube hier. Richtung Morse. Habe ich gerade was gehört? Ja, mein Pferd hat Schnupfen. Ich hab die Spinne. Ernsthaft? War ein Scherz. Als ob ich als erstes die Spinne habe. So, das muss aber irgendwo... Ja, das ist... Startet das Rennen. Das ist die Rennstrecke. Dann geht das hier links. Man reitet ja nicht hoch, sondern links. Ah, vielleicht der Strand. Ich mach dieses Rennen hier in Wälder so selten. Schönes Rennen. Das Rennen ist eigentlich ganz in Ordnung. Das ist easy, ja? Da ist miaut was! Ja, ich auch. Sie alle rumschreien. Aber ich sehe sie nicht. Ich reite gerade zurück. Ich habe nämlich viel, viel weiter vorne was gehört. Ich sehe sie. Ja, ja. Doch, ich sehe sie wirklich. Ja. Kommt man da jetzt hin? Du siehst sie auch, Tanja. Du hast sie gerade geholt, ne? Nee, ja, Sarah hat sich geholt. Ich hole sie mir jetzt auch. Seht ihr, wo ich bin? Ja. Da ist sie. Oben am Berge. Da, auf einem Blatt. Tatsache, so. Auf dem Seerosenblatt hier unten. Ja. Meinten die das jetzt? Aber Strand, also das, für mich sieht ein Strand anders aus. Ja, da vorne ist doch der Strand. Das zählt ja schon als Strand. Okay. So. So. Der erste Bälde, das Spinnchen. Sollen wir dann das Rennen jetzt machen? Ja, ne? Ja. Wenn wir da jetzt wieder hinfinden, gescheit, ja. Vernünftig. Finde. Was hast du gesagt? Du bist da? Ich finde. So, wollen wir noch gleich die Rennen mitnehmen, oder? Olli, ja. War das jetzt dein Ernst? Was denn? Hast du doch gerade gesagt. Ja, dann müssen wir auch dahin, oder? Wo wir starten? Oh, Olli. Ich hab gerade den Chat vorgelesen und euch dabei gemutet. Ja. Ja. Und Daylight Girl, hi. So, ich bin da und ihr? Auch. Wir am Start. Auch. Nein. Dankeschön. Wir stehen auf der riesengroßen Brücke.
Ja. Wir hätten genau in die andere Richtung gemusst, ihr Nasen. Ja, wissen wir, aber wir wollten ja noch unser Pferd fit machen und so. Also reiten wir jetzt einmal das komplette Rennen, ohne das Rennen angenommen zu haben. Okay, reitet ihr mal. Ich reite jetzt anders. Das ist mir jetzt blöde. Ich komm mit. Gott. Unglaublich. Na, zick hier nicht rum. Lauf jetzt, Fury. So. So, ich bin da. Nehmt jetzt das Rennen an. Wenn ihr die Spinne habt, reitet zu dem anderen Berg, der zu Weydell führt und bleibt da stehen. Okay, machen wir danach. Nach dem Rennen, genau. Olli, stehst du am Start? Ja. 3, 2, 1. Verwechsel ich schon jetzt Tanjas Pferd mit meinem. Ist es denn? Oh wei. Das ist ja perfekt. Diese springfaule Dinge. Ja. Ja. Ist das die Lungenentzündung, die da hinten hustet? Muss man überhaupt diesen Weg hier reiten? Ach so. Ach ja! Lalalala. Und die nächste Kurve. Aber wir sind jetzt schon fast 2 Stunden live, ne? Ja. Und wir haben 4 Goals fertig. Ja. Ja, zumindest das. Mal los, jetzt fährt. Hab dich nicht so. Jetzt geht's doch. Genau, zier dich nicht. Weil eigentlich wollte ich heute gar nicht so lange machen. Das ist bei der Spinnsuche fast ausgeschlossen. Ja, ja, richtig, deswegen, ja. Aber der Olli muss morgen noch früh raus, der Olli muss heute Abendbrot essen, der Olli muss noch... Keine Ahnung, was er noch muss, aber irgendwas muss er sicherlich noch. Ja, das muss ich auch noch, Abendbrot essen, machen und so. Sarah fetzt nach mir ins Ziel, okay. So. Na du blöder Gaul. Das kannst du jetzt so aber auch nicht sagen. Warum springst du da nicht rüber? Letzte Hindernis. Dreht euch so hin, dass Po Richtung Weydell zeigt und der Kopf zu See. Oh, was du von uns verlangst. Oh, ich will immer T drücken für den Chat, verdammt nur eins. Oh. Nee, ist hier mit Y. Ja. Nein. So. Wo müssen wir jetzt hin? Weydell. Den Wegweiser? Hm. Hier. Weydell sollten wir ja am Berg hochreiten und dann was? Wo ist wenn ihr die Stunde habt, reitet zu den anderen Berg, der zu Weydell führt. In die Richtung, wo der Hänger zeigt, also das Auto. In also die Richtung reiten, Uli. Genau. So, hier den Berg hoch und dann nochmal, Uli, bitte. So. Ja, das Reddit führt und bleibt da stehen, wenn wir auf dem Berg sind. Wenn wir auf dem Berg sind. Ja, ich wieder runter. Ja, ja, der Berg ist ja hier. Da so, da muss unser Po Richtung Reddit sein. Tut er. Okay, und... Weydell zeigt, und der Kopf zu See. Machen wir, ne? Unser Kopf geht Richtung See. So ungefähr. Okay, dann... Reitet langsam und links von euch kommen ein Schild, 2 Tannen und eine Bank. Nein. So. 2 Tannen und eine Bank. Ja, hier. Ach so, da, ja. Biegt da links ab und reitet links den Berg hoch. Weg da, links ab. Jetzt aber bergab. Ah, hier, den Berg hoch. Ach, da. Ja, ich höre was. Da ist sogar ein Stern. Ja, dann hol dir den Stern.
Ich höre einen Stern. Nee, Moment, ich sehe. Ich sehe einen Stern? Nein. So. Ach, geh. Und das ist die Spinne. Hier auf dem Stein. Jo. Hast du den Stern gleich mitgenommen? Natürlich. Nicht. Lag oder doch? Weg. Na, der Stern war leichter zu erreichen. Dann erst seh dich schon wieder nicht, ne? Ach nö, nicht schon wieder. Spinne Nummer 2. So, und jetzt reiten wir runter Richtung Whale, ja? Ich glaube Level 15 wird heute nichts, wa? Nee. Ich hab was knistern hören hier. Ist hier auch was? Ich reite jetzt einfach mal rum. Ich höre euch nicht, ich sehe euch nicht. Wir stehen da, wo das Schild ist und die Bank und die Tannen und so. Das hier knistern, aber kein Miauen, das ist ja ganz komisch. Okay. Ich bin gefährlich gestürzt. Vielleicht sehe ich dich dann wieder. Da geht's lang. I hope so. Ich bin am überlegen, ob ich jetzt gerade erstmal das mit der Spinnensuche abbreche. Ihr könnt ruhig weitermachen. Jetzt. Ja, ne, die Sache ist, ich will mein Pferd doch auf Level 15 bekommen. Ach so. Weißt du, und ich habe ja meinen Stream extra auch so genannt. Und den war es halt ein bisschen doof. Ja, wobei du beim letzten Mal gesagt hast, wir suchen die Spinnen weiter. Ach, haben wir ja gemacht. Hm? Ihr könnt ja weitersuchen, ist ja kein Problem. Nee, wenn, dann würde ich sagen, suchen wir alle, damit wir auch alle uns gegenseitig helfen können. Oder? Also ich reite jetzt runter zum See und dann mache ich das Rennen am See und dann mache ich den Orientierungsritt. Rennen am See hast du nicht gemacht? Nicht Rennen am See, ich meine jetzt hier unten das Walle-Rennen und... Ach, das Walle-Rennen, ja, das ist auch eine gute Idee. Ja. Aber wir sind jetzt auch schon wieder über 2 Stunden live. Ja. Olli, hast du noch genug Geld für die Hufeisen? Na, ich habe 10.000 Sterne. Ja, dann hol dir doch hier vorne die Hufeisen. Wo? Zeig ich dir. Ach, hi. Hi. Dann hast du ein paar Platz auf dem Pferd. Genau, warte mal, ich will mal was gucken kurz. Ich habe gerade eine Idee gehabt. Unter der Brücke, ne? Nee. Okay. Am Wasserfall. Oder da. Oh, Ali. Der Typ da. Ich seh dich nicht. Ich kann dich wieder nicht sehen. Wo bist denn du? Ja, hier ist einer. Ich höre sie. Ja. Ich komm zum Wasserfall. Zum Wasserfall? Da war ich doch gerade. Ich höre sie, ich sehe sie aber nicht. Die sitzt bestimmt auch auf so einem dämlichen Seerosenblatt. Du bist jetzt beim Wasserfall, ja? Ja. Unterhalb von Avalon. Ja, da bin ich auch. Da, ich hab's, die Spinne gefunden. Was? Wie? Rechts neben dem Wasserfall. Rechts vom großen Wasserfall. Ich sehe euch alle nicht. Oh, der ist auf der anderen Seite, Olli. Ja, da wo ich jetzt bin. Ja. Ein höher. Ja, ein höher. Ja, ich hab's gehört. Ach Mann, wieso laufe ich denn davor? Ja. Da klebt sie. Vorbeigemogelt. An der Mühle könnte eventuell auch noch was sein, aber sage ich Olli erstmal die Hufeisen. Ja, wo sind sie denn? Komm mal Richtung Brücke. Ja, hier miaut was. Hier ja, ist eine Spinne. Das hatte ich vorhin was? Auch gehört, dass hier, miaut. Hier ist eine Spinne. Hier am kleinen Häuschen.
Hast du sie schon? Vielleicht. Hast du noch nicht? Ja, hier miaut was. Ich finde es ja immer noch lustig, dass innen bei euch miauen. Ne, bei mir nicht. Bei SSO. Aber wir müssen aufs Dach klicken, steht hier. Meine ich ja. Ich hab die Spinne. Ah, ja. Ah, okay. Ich auch. Ich noch nicht. Ich stehe auf der falschen Seite und mein Pferd hat gerade irgendwie keine Lust zu laufen. Ah ja. Sowas. So, und dann soll ich zur Brücke kommen, hat Uli gesagt. Ja. Ja. Obwohl ich Uli derzeit nicht sehe. Tanja und Sarah sehe ich. Uli ist jetzt vor dir und du musst eigentlich nur geradeaus reiten, wo du den Shop siehst. Aber ja, nicht auf der linken Seite. Nein, hier rechts. Leicht rechts. Uli, rechts. Und dann direkt wieder links. Hä? Quasi hinter das Haus. Da ist ein Shop. Wo ist er denn jetzt? Bei Elisabeth oben. Bei Merlin. Nein, Elisabeth. Ja, bei Elisabeth war nix. Komm her. So, hier ist Elisabeth. Seh dich nicht. Und hier bei Elisabeth ist kein Shop. Seitlich von der am Haus. Ja, da ist Merlin. Und da gibt's aber nicht das. Der Merlin? Ach, hier, direkt an der Seite. Warte mal. Da gibt's noch Fahrer. Nein, klick Merlin an und dann unten sind. Okay, läuft unter Gamaschen, warum auch immer. Aber es ist ein Hufeisen abgebildet. Ja, hier sind vier verschiedene Hufeisen. Welche brauche ich davon? Das mit den besten Werten und das teurere wahrscheinlich. Ja. Also das für 9900. Da gibt es aber zwei Paar. Ja. Also sind beides vielleicht das gleiche, oder? Ja. Plus 3, 3, 2, 3, 2. Und das hat 3, 2, 3. Ja, gut. Du brauchst einen besseren Fraktionsruf, um diesen Item zu kaufen. Ah nein. Ja, dein Ruf mal wieder, Olli. Warum brauchst du einen besseren? Weil du deine täglichen nicht machst. Mach ich doch gerade. Dann kauf mir zumindest die hier. Ja. So. Geh jetzt mal runter an den Steg. Vielleicht ist da auch noch was. Da bin ich gerade. Dann kommt das Billigzeug hier erstmal runter. Aber hier ist nichts. Ja, da habe ich jetzt erstmal welche. So. Und es lohnt sich, das wieder ein bisschen Geld zu machen. Bei der Mühle und bei dem Ferienhaus ist auch eine. Ach ja, Wassermühle. Wo seid ihr? Die vorm Stall. Was nenne ich an der Zeit? Bin bei Claire. Wo war denn hier nochmal das Rennen? Bald. Ach ja, das war ja das, ne? Stimmt. Lass uns erstmal zum Rennen. Ja. Ich mache jetzt auch erstmal das Rennen. Die Ruine da hinten, da könnte auch noch was sein. So, ich stehe am Start. Ich auch. Da ich euch nicht sehe, fange ich einfach mal an. Okay, 3, 2, 1. Ja. Los geht's, und da kommt ein Loot. Ein Loot. Super, jetzt höre ich hier oben auch schon eine Spinne. Beim Rennen? Ja. Merken wo? Kann ich gerade nicht. Hab doch keinen Orientierungssinn, wenn ich renne hier. Sache. Ja. Ja, ich höre es auch. Ja, merkt euch wo. Ja, ist ganz leicht eigentlich.
Weil das ist eigentlich. Weil das ist genau da, wo das Dings ist hier, das genau. Feld. Das ja, das auch. Die Holzdinger da, wo ja. Es in die Büsche geht. Oh, ich komme hier nicht rüber jetzt. Was, ihr wollt mit uns ins Gebüsch? Ja. Okay. Ohlala. Ohlala. Herrlich. Schön Tulpen und Narzissen hat ein kleiner Hund geschlafen. Wieso? Ja. Ich glaube, ich habe schon wieder vergessen, wo das war. Ich auch. Oh, ich bin im Ziel. Kann gar nicht sein, ich sehe dich gar nicht. Ich stehe neben Emily Moonwave. So. Hier war gar keinen von euch. Dann sehe ich eine Sophie Toadyard, die hier gerade durchjagt. Nee, ich stehe hier Mutterseelen alleine. Kann gar nicht sein. So. Gesundheit! Ich würde sagen, wir machen mal das Orientierungsrennen. Weil ist ja auch doof jetzt, wenn wir uns nicht sehen. Richtig. Ich gehe mal gucken, wo. Lass uns mal zu dieser abgebrannten Ruine da reiten. So, ich habe jetzt das Orientierungsrennen angenommen. Hm, okay. Hast du ja gesagt eigentlich? Ja, Tanja braucht das. Ja, ich brauch das auch. Doch gefühlt 200 Mal. Ich nehme es jetzt auch an. Dabei können wir ja auch hören, ob hier noch Spinnen knurren, miauen und so. Ich nehme es nur an, weil es XP fürs Pferd gibt. So. Du bist in der Nähe eines Kontrollpunkts. Okay. Erfolg freigeschaltet. Hallo? Verloren und gefunden. Fabiana! Was ist los? Hey Fabi! Ah, hier miaut schon wieder was. Ja, froh sein, dass im Grüntal wohl nichts ist. Wie lange hat man noch mal Zeit für diesen Orientierungsritt? Keine Ahnung. Wieso fragst du? Brauchst Weil du schon so lange? Weil ich kurz abgelenkt war. So. So, ich hab jetzt zumindest alle drei Teile. Oh, Fabian, Durchfall. Au! Und total Bauchschmerzen und so. Das ist eine Besserung. Ey, ja. Dann machst du mal die Tür zu. Tschüss. So, Rennen erledigt. Boah, ich finde die Musik hier so schrecklich laut. Ich habe ja gar keine Musik. Ich auch nicht. Ich habe nur dieses Vogelgezwitscher und Katzen- oder Spinnenmiaue. So, ich habe durch. Ja, ich auch jetzt gleich. Ich sehe da jemanden stehen. Wie was? Ach so, ich muss da durchs Ziel. So, ich reite jetzt trotzdem mal zu diesem abgebrannten Haus. Zur Ruine, ne? Aber bei der Ruine habe ich gerade nichts gehört. Ich musste da auch in der Nähe einen Stein holen. Aber ist das nicht ein Ferienhaus? Ich habe keinen Schimmer.
Im Grüntal ist auch noch eine Spinne im Baumhaus. Oh Gott. Naja, im Grüntal. Das kannst du dir schon mal aufschreiben, Uli. Grüntal, Baumhaus. Oh ja, Moment. Also Baumhaus, dann weiß ja jeder, was gemeint ist. Ja. Ja, soweit. Ich weiß, das einzigste Baumhaus, was wir haben. Trotzdem jetzt interessieren, wo es mich vorhin angeknurrt hat. Ja, ich höre was an dem abgebrannten Ding. Okay, dann komme ich da mal hin. Machen wir dann noch das Windmühlenrennen, Olli, oder? Windmühle, du meinst jetzt hier da in der Nähe von Silverglade? Ja. Ja, warum nicht? Bei den Rennen habe ich, bei beiden Rennen habe ich was gehört, ja? Ja, ich versuche ich so eigenermaßen diese Strecke wieder zu reiten und ich höre nichts. Ist normal. Das ist doch doof. Ja, am verlassenen Haus ist eine. Ja, ich habe sie gefunden. Für mich dann, ja? Ja, langsam. Ja, ich sehe dich nicht, deswegen frag ich. Ach so, ich bin... Oh, Kerl, fährt, lauf doch! Ich versuche sie gerade zu finden, okay? Ja, hier in dem Gebüsch. Im Gebüsch oder was? Ja, ich stehe vor dem Gebüsch. Ja, bringt ja nicht viel, wenn ich dich nicht sehe. Achso. Quasi Rückseite von dem Haus. Da sind auch diese Steintreppen. Im Moment sehe ich nichts, ja. Da gehst du mal runter und links davon. Also wenn ich die Steintreppe runterkomme, dann links. Ist links so ein Gebüsch mit so einem, ja. Bäumchen kann man das nicht nennen. Ja, so 3-4 Ästchen, die da hochragen, ja. Genau, und da drinnen ist eine Spinne. In dem Gebüsch. Ja, ich hör's, aber... Ich hab's auch nicht gesehen, ich achte ja nur darauf, ob... Aus dem Farbe, wir sind im Teamspeak. Ich find hier nichts, ich geb's auf. Wo bist du denn jetzt? Irgendwo in Wäldersee, Wald. Wald. Ja, ich suche immer noch die eine Stelle, wo ich von was gehört habe. Herr Lena schreibt auch noch ein paar Tipps. Also, Olli, wenn du jetzt Richtung von Valle d'Alle Richtung Windmühle reitest, da gabelt sich doch die Straße, der Weg. Das Gelbe unten. Mhm. Auf der Höhe. Wo die Gabelung ist, da ist das Haus. Achso, das ja. Weißt du, diese Steinruine? Hm, ja. Ich kann mal versuchen, dahin zu reiten. Ich würde ja sagen, ich komme dir entgegen, aber das bringt nichts, wenn wir uns nicht sehen. Ja, ab einer gewissen Uhrzeit ist der Server belastet, ne? Ja, ich sehe alles, aber man sieht mich ja nicht. Kannst du mich denn sehen? Ja, ja. Kann ich nicht. So, jetzt bin ich da, wo sich der Weg aufgabelt. Mm. Hier miaut was. Ich höre schon was. Aber wo bist du? Das war ein Heise aus dem Raum. Du bist also direkt an der Gabelung, ja? Ja, ich bin jetzt hier bei dem Haus, wo was miaut. Ach so.
Dann komm mal rein in das Haus und geh an diesen. Gehen die eigentlich bis da vorne durch? Weiß ich nicht. Auf der Rückseite vom Eingang. Ja. Olli kommt von da rein. Dann gehst du quasi rechts durch das Haus durch. Und dann kommt da so eine Steintreppe. Ja. So, und links von der Steintreppe ist ein Gebüsch. Ja. Und da ist eine drinne. Hier miaut das auch ziemlich laut. Hier muss irgendwo ein Kätzchen sein. Auf den Boden musst du klicken. Also gesehen habe ich auch nichts vor lauter Miau. Ja. Ich hab's, dankeschön. Ja. Windmühle? Ja, oh, können wir gerne machen. Die Wassermühle oder was meinst du? Windmühlenrennen. User was moved to your channel. Ja. Weil da unten soll ja auch noch irgendwo was sein. In der Wassermühle. Ist ja wieder auf der anderen Seite. Ja, eben. Keine Ahnung. Auf der anderen Seite vom Fluss. Da an der Wassermühle kann man ja rüberspringen. Mir ist es egal. Entscheide du, Olli. Ich reite schon dahin. Ja, wenn du da was findest. Ich reite hier gerade den Weg lang, weil wie gesagt, wir sind jetzt schon 2,5 Stunden live. Ja, ich höre was. Ich sehe sie. Kommt ihr sie holen oder so? Oder? Ich hole sie mal ein anderes Mal, ich weiß ja nicht, wo sie ist. Nee, weil ich will jetzt hier keinen 4-5-Stunden-Stream machen. Ja. Ich mache jetzt noch kurz. Das eine. Also Steve's Rennen würde ich jetzt noch machen. Ja. Und hier Windmühlenrennen und Marley. Und Marley Hasen. Und Hasen, dass wir die eine Ecke da fertig haben und dann bin ich wahrscheinlich Level 15. Bei uns gehen ja die Spinnen nicht flöten, ne? Man muss sie ja nicht alles innerhalb von 2 Tagen machen, sozusagen. Ja, ich schreibe mir nochmal die anderen Tipps auf. Ja, kannst du gerne machen. Ich hole mir die eben an der Wassermühle auch noch und dann mache ich auch noch die. Die Dingens. Die anderen Rennen. Ich fange dann, glaube ich, bei Steve an, wa? Dass wir den Rhythmus haben, den wir sonst mal gemacht haben. Das heißt, okay. Steve, Windmühle, Hasenrennen, Marley. Irgendwie sind wir doch immer gelaufen, ne? Ja. So. Ach ja, die ist ja wirklich leicht zu finden. Das ist. Wow. Das ist die Million, das ist echt. So. Ich warte noch auf euch. Nein, fang doch an, dann hättest du dir die Spinne ja auch noch holen können. Ja, bis ich dann wieder da wäre, du weißt, wie lange ich brauche, bis ich an irgendein Ort ist. Ich würde erst wieder eine halbe Stunde da brauchen, bis zu einem. Ja, es ist echt blöd, dass wir uns nicht sehen. Das ist das andere Thema, ja. Obwohl, selbst wenn wir uns sehen, ja, da habe ich die Probleme, dass wir uns nicht finden. Mm. So. Also du bist jetzt bei Steve, ja? Ich bin jetzt bei Steve. Okay. Bin auf dem Weg. 3, 2, 1. Oder? Mach du mal, lauf. Lauf, lauf, lauf. User was moved out of your channel. Und bye bye. Tschüss. Fabi wollte vom Warteraum gezogen werden. Ja. Der ja, wird gezogen. Okay. Ah, vielleicht musste sie trinken auf Toilette oder so.
Wo ist eigentlich Sarah? Läuft sie bei euch mit rum, oder? Bei mir nicht. Ja, ich bin so keinen Seel, keine Ahnung. Weil in der Gruppe ist sie ja noch, ne, aber Söhnen tue ich es auch nicht. Ja, ich auch nicht. Steve. Aber Sarah war mir heute auch eine große Hilfe. Ja. Und diese Anja. Anja. Ja. Ja, und Lena, danke für die Tipps. Richtig. Dass du Olli abgeholt hast. Und das, genau. Wenn so ein Pferd erstmal steht, bis das wieder in Gänge kommt, ne? Ja, das dauert wahrlich lang. Welches Rennen machst du gerade? Windmühle. Ah. Ich auch. Du auch? Ja, ich mach das auch gerade, aber ich hab Steve noch nicht gemacht. Ach so. Weil ich von Walle kam. So, GamerLife 100 Lilo schreibt. Ich sehe auch niemanden. Ja, das ist wieder das Typische, ne? Ja, das... aber ich sehe ja noch nicht mal irgendwen anderes. Also, ich komme mir vor wie ganz alleine auf dem Server. Okay. Das Typische, wenn wir auf Server 4 sind. Aber der hatte nie Fehler. Nee. Mein Pferd ist um ein Level gestiegen. So, jetzt mache ich Steve. Ja, ich mache jetzt Windmühle. Und wer macht Hase? Ich bin bei Hase. Olli macht Hase. Können wir ja noch nicht mal ein Abschiedsfoto machen? Natürlich. Jeder von uns stellt sich an der gleichen Stelle hin, ja. Und ja, genau, jeder knipst mal und Olli schneidet zurecht. Genau. Richtig. Die Hasen sind verbuggt, die stehen an der Stelle, ich müsste was anklicken. Ernsthaft? Ich hab schon alle. Innerhalb von 10. Nein, Quatsch. Das wäre geil, oder? Wenn die ganzen Häschen stehen bleiben und nichts mehr machen. Du musst bloß noch hinlaufen, dir die abholen. Aber ich finde, ich bin heute wirklich trotzdem sehr gut im Rennen. Ich habe schon 10. Und das sind 43 Sekunden, ja? Ja, okay, ich komme jetzt nicht an den Rekord von Uli ran. Nee. Das schaffe ich wohl auch nicht. Den schaffe ich auch nicht nochmal. So, ich habe alle. Das war ein einmaliges, irgendwas. Dem Tag sind aber, glaube ich, alle Hasen irgendwie nur entgegengekommen. So, ich habe noch mehr Tipps für die anderen Spinnen. Da war mal eine Zeit, dass die Hasen auf der Stelle stehen. Ja, das gab's tatsächlich mal, ja? Daher wahrscheinlich auch die 23 Sekunden. Ups, das ist der Pferdetrainer. So.
Fast, knapp. Unter einer Minute, 58 Sekunden. Das war jetzt für mich das Beste bis jetzt. Na, ich war ein bisschen knapp über einer Minute, aber ich fand es auch schon recht gut gegenüber sonst. Ja. Sonst hatte ich immer was zu tun, dass ich in der letzten Sekunde gerade angekommen bin, ja, und... Ja, ja, richtig. Aber meine Moppelchen sind nicht stehen geblieben. Die sind alle, ja, haben alle ihre Haken geschlagen. Ja, meine auch. Aber die, mir kam es vor, als ob die heute langsamer unterwegs waren. Wir müssten theoretisch nur einmal in den Stall gehen oder in irgendein Gebäude und wieder rausgehen, dann würden wir die anderen Leute wieder sehen. Ja. Das hilft in sehr vielen Fällen tatsächlich. Das hatte Windprinzessin heute auch. Und ja, ich habe mir heute ihren Stream angeschaut. So, runter zu Male. Da bin ich auch gerade bei. Sarah, ich sehe Sarah! Ich habe Sarah gesehen. Die ist auf dem Springplatz. Tatsache, hier rennt jemand rum. Kurz, ne? Hört die das zu? Nee. Was hast du raus? Nächsten Mittwoch geht es mit der Story-Quest weiter. Ich werde Anne retten. Anne? Da war nochmal Anne. Die gerettet werden muss aus... wie heißt das? Pinke Land da? Sorry, musste Andoria. Rausgehen, die Bauchschmerzen Andoria. Sind zu doll. Ja, okay, gute Besserung auf jeden Fall, Fabi. Ja, Wärmflasche. Heizkissen, kann ich dir empfehlen. Gute Besserung. Ach, die Anja ist auch noch da. Ja, ich bin zu konzentriert in mein Spiel. Ich auch gerade. Ah! Ja. So, ich mache jetzt die letzten Rennen, womit ich weiß, dass ich dann auf jeden Fall Level up werde. Ich muss noch 2 Rennen machen oder so. Ich bin jetzt kurz vor Level 15, das muss ich jetzt noch durchziehen, das geht nicht anders. Was? Du gehst jetzt hoch nach Baro? Ja, ich bin jetzt hier oben, mach die Wehren hier. Wehren? Nee, nicht Weh, doch hier, Weingut. Mir ist Weingut nicht eingefallen, ich wusste aber, es fängt mit Weh an, was ich sagen wollte. So. Weil ich glaube, die Weingutrennen, die sorgen dann auch dafür, dass ich den Level up werde. Weil der Strich ist fast fertig, ja? Das ist vielleicht noch so 5%, die fehlen. Schicken! Bitte? Schicken? Ja, schicken. Ach, schicken. Ja, ich hätte auch... Ich krieg Hunger, ne? Ich muss bei die Ampel machen. Ich auch. Ja, ich auch. Ich auch. Ich hab schon gegessen. Ich hab Hunger. Was, die gefangene Person in Pandoria? Ja, da geht's los. Ich bin noch nicht mal in Pandoria, ne? Weil ich hab da derzeit die gelben Quest, also die ganz normalen Level-Quest, die ich irgendwie nicht weitermache. Derzeit. Und ich auch teilweise nicht weitermachen kann, aus dem Grund, weil mein Ruf noch zu schlecht ist. Tanja, was machst du gerade? Auf dem Weg zur Baro. Weg zur Baro? Ja, aber ich lasse das Baro-Rennen weg. Hm? Nee. Das ist also, gut. Das Baro-Rennen sind da 250. Die Rennen, also das Pferderennen, die alte Rennbahn mache ich nicht. Okay, dann lass es. Ich der einzigste Mensch auf dem ganzen Server. Nee, Sarah ist auch hier. Nee, noch nicht für die sehe ich. Okay. So, da ist die Baro. Olli ist schon dabei mit dem Rennen, ja, ich, ne? Ich mach grad das zweite. Okay. Das zweite sorgt auch dafür, dass ich Level up werde. Aber dann mache ich das dritte automatisch noch mit. Dann habe ich alle 3 hier. Kann ja nicht schaden. Jo. Und dann würde ich sagen, dann war's das für heute. Ich habe gesehen, dass Alex in Morden steht. Du musst die Quest weitermachen. Nicht heute. Ich mache heute keine Quest in Morden weiter. Das können wir ja dann Mittwoch, Donnerstag, wenn wir das
neue Update gleich mit drin haben. Vielleicht haben wir ja dann noch ein bisschen Zeit, wenn dann nicht so viel passiert, dass wir das dann gleich mitmachen können. Ah, ja. Oh, es bleibt das Pferd mitten auf der Brücke stehen. So, weiter geht's. Yay, Rennen Nummer 1 geschafft. Jetzt darf ich gucken, was ich hier zum Mittagessen esse, die nächste Woche. Ach so, sag mal, was auf der Liste steht und ich sag, genau, was du nimmst. Fangen wir an mit Montag. Was ihm schmeckt, heißt das. Silver Pisi. Ja, ist Silver Pisi mit auf der Liste. Silver Pisi. Was? Silver Pisi? Okay. Soll ich das jetzt wirklich alles vorlesen, was es für Montag, ja, und, ja, und ja, so gibt? Fabi, mein Heimatstall ist mittlerweile wieder in Moorland. Und ich bin Level... Oh ja, ernst. Ich muss noch etwas weiteres machen. Kannst anfangen. Ja. Also entweder am Montag Schweinerückenbraten mit Zwiebelsoße, Salzkartoffeln, Erbsen und als Tisch Sahne-Fruchtjoghurt. Mhm. Okay. Das ist das erste Menü. Menü 2, Hähnchenbrust oder in der Parmesanhülle mit Bandnudeln, Tomatensoße. Und Nachtisch ist der gleiche. Nehme ich. Menü 3. Ich hab Bock so auf Nudeln. Schnittlauchsoße, Salzkartoffeln und Salat. Dann gibt's noch einen Salatteller. Auch Thunfisch und so weiter. Über. Oder Diätessen. Oh. Hähnchenbrust mit Bandnudeln, Tomatensoße. Ich nehm das Diät. Oh. Du nimmst das Diät? Ja, ich will ja ein paar Kilo weg. Okay. Oder kommen Nudeln drin vor. Passt. Hallo. Hallo. Hi. Hallöchen. Also ich glaube, ich nehme Menü 1 am Montag. Ich bin abgeschmiert. Klingt schlecht, ja. Schweinerücken, Nacken, Gedöns mit Erbsen und Kartoffelchen und so, ne? War das? Olli. Mhm. Genau. Ja. Was denn? Olli, wenn dir noch was fehlt, geh doch runter zur Reithalle. Na, ich weiß nicht, ob mir noch was fehlt, das sehe ich. Also eigentlich dürfte... Genau, aber eigentlich dürfte mir nichts fehlen, weil der Balken, der ist schon... Der ist komplett ausgefüllt, ja? Und wenn ich das Rennen fertig habe... Der muss es normalerweise Level 15 werden, das Pferd. Wollt ihr auch für Dienstag wissen? Ja. Ja, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag und Freitag fehlt noch. Und das Wochenende. Samstag, Sonntag geht's auch noch. Ja. Gut. Tannengyros, Tzatziki, Paprikareis. Meins. Krautsalat. Nehme ich. Nehme ich auch. Meins. Ja. Ja. Uli, was war das mit der Diät? Okay. Menü 2, Fischfilet, Pomodori, Basilikumsoße, Dampfkartoffeln und Zucchinis. Zucchinis? Menü 3, Zucchinis, ja, Mann. Menü 3, Gnocchis mit Basilikum, Knoblauchsoße. Ja, okay. Ja, ja. Ich bin Level 15. Mit Feta-Käse. Oh, lecker. So. Das Diätessen, Fischfilet, Pomodori, ach, das gleiche. Egal. Ich bin für Menü 1. Ja. Ja. Eindeutig. Ich sorge kurz dafür, dass ich euch wieder sehen kann, ja? Und dann können wir uns irgendwo treffen. So, am Mittwoch. Kalbsgeschnetzeltes mit Spiralnudeln und Brokkoli. Nachtisch Vanillepudding. Moorlandstall! Oh. Menü 2. Ravioli mit Fleischfüllung, Tomaten-Rahmsoße mit Salat und Vanillepudding als Nachtisch natürlich. Eigentlich die ganze Woche. Den ganzen Mittwoch, meine ich. Blumenkohl, Käse, was? Käse, was? Käse-Medaillon, glaube ich. Okay. Tomatenrahmsoße, Kartoffelpüree. Nee. Kartoffelpüree schmeckt mir hier nicht. Tomatensoße mit Kartoffelpüree? Das sind wahrscheinlich Kittklößchen, wa? Kalbsgeschnetzeltes mit Spiralnudeln und Brokkoli. Ja, das nimm, das klingt gut. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass der Brokkoli, Brei ist. Ist da verkocht. Das ist aber auch das gleiche bei Menü 1, also bleiben wir bei 1. Donnerstag.
Schweinehacksteak mit Pfefferrahmsoße, Röstkartoffeln, Kohlrabi. Menü 2, Putensteak, Currysoße, Butterreis, Maisgemüse. Ja, das nehme ich auch. Menü 3, Rösti, überbacken, Käsesoße, Maisgemüse. Oh. Nehme ich auch. Ja, in der Reihenfolge, bitte. Ja. Kreuz doch mal alles an, was passiert denn dann? Geht nicht, ich muss ein Menü auswählen. Ich habe hier noch so eine Liste neben mir, wo mein Nachname drin steht und da muss ich jetzt 1, 2 oder 3 und so weiter eingeben. Ach, du bist Lena, Einriss habe ich schon geschlossen. Also du hast quasi ein Kästchen, wo du eine Zahl eintragen musst, richtig? Genau. Dann schreibst du mit einem ganz, ganz angespitzten Bleistift 1,2,3, komm, fertig. 1, 2, 3. So, dass du alles reinkriegst, nein, weißt du? Nicht? Kreuz alles an und dann schreibst du runter, ich krieg Besuch. Lena, hast du schon alle Risse geschlossen? Also wie gesagt, ich habe das eine Riss, weil ich bin da oben geschlossen. Und ich muss da die Quest noch weitermachen. Das siehst du, wenn ich jetzt hier auf M drücke, da oben. Da muss ich weitermachen, bei ihr, bei der Pi. Wenn ich mal irgendwann dazu komme. Genau, du musst dann sagen, ich lade meine Freunde zum Essen an, ein. Also nicht fragen. Ich zünde meine Freunde zum Essen an. Was? Oh, das hat gerade so gepasst. Und am Freitag gibt es gebackenes Fischfilet mit Remouladensoße und Quesalat oder Hähnchenkeule. Ah, oh, die steht hier. Sonnensoße, Salzkartoffeln, Mischgemüse. Oder Bandnudeln mit Gemüsebolognese und Salat. Ja. Uli, kommst du rüber? Oder das Diätdinger. Hähnchenkeule, Bratensoße, Salzkartoffeln, Mischgemüse. Ach, Tanja kommt auch schon. Zigeunersoße. Komisch, dass man das wieder alle sieht, ne? Gesundheit. Gesundheit. Danke. Ja. Weiße Bohnensuppe. Ja, Uli kommt auch. Du, perfekt. Gemüse und Speck. Reibekuchen. Lecker. Nehme ich. Nee, ich hab jetzt nochmal geguckt im Chat, ob ich noch ein paar Hinweise finde, die ich aufschreiben kann. Wie hinweissüchtig sie ist, oder? Sollen wir die arme Elsa nicht mal in die Mitte nehmen? Ja, können wir auch machen, oder? Die Sarah ist doch auch noch hier. Gibt's eine Mitte? Ihr wollt nicht wissen, was es noch am Sonntag gibt. Doch. Was denn? Für die Konkane. Gemüseschnitzel. Gemüse? Okay. Nee. Also wir sind vier Leute. Ja, das Foto passt. Petersiliensoße, Kartoffelpüree und Kaisergemüse. Sarah, hey, danke. Sarah und Tanja, das passt, das Foto. Dann nehme ich die Rinderroulade. Oh ja! Ich finde die Reihenfolge gerade interessant. Klein, groß, klein, groß. Und dann die Kuh. Ja, du musst mal im Stream gucken, wie das Foto ist gerade passt. Den Samstag lasse ich komplett aus. Warte. Oder kann ich auch Diät eingeben? Hühnersuppe. Eigentlich müssten wir die Kuh in die Mitte nehmen. Okay. Meinst du das Bild, wo es aussieht, als würde mein Pferd, Sarah ihrem Pferd das Ohr abbeißen? Ja, richtig. Okay. Tanja, gib's doch zu, dein Pferd flüstert Sarahs Pferd schmutzige Sachen ins Ohr. Richtig, die haben sich gerade noch einen guten Nachtwitz erzählt und, ja. So, ich brauch das SSO-Logo links oben. Dankeschön. So. Na, ich bin dann mal kurz auf K. Ja, und wir sind jetzt auch, ja, du musst deinen Schattensauger bauen und dann deinen Ruf bei Eidins hoch machen. So geht die Quest nicht weiter. Die kommt bei mir so abgehakt an. Oh. Ja, dann ist dein Internet wieder ein bisschen komisch, wa? Aber ich würde schon sagen, das war's dann heute mit SSO. Dann kommt die nächste Folge, ich schätze mal, Mittwoch oder Donnerstag. Ich tendiere erst für Donnerstag mit SSO. Weil mittwochs wird es wahrscheinlich wieder total überfüllt sein und dann nickt der Server und dann klappt das und das nicht. Also euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend, einen schönen Start in die Woche. Mein Urlaub ist auch vorbei, ich muss auch wieder ran. Leider. Also bis dann. Tschö. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüssi.